Noch schläft er hier, der holde Mann. Wollen wir sehen, ob er aufstehen kann. Mit diesem fantastischen Gedicht begrüße ich euch zu Rastelot 3, die dritte Staffel. Der dritte Akt geht los. Wir sind Wilbald, Erben von Bohmhoff, aus dem Hause von Bohmhoff. Und ich liege hier noch in Unterhose rum. Ich habe diesen Server noch nicht betreten. Das machen wir jetzt gemeinsam. Let's go. Ich hoffe mal, alles klappt. Oh, da sind wir. Oh, hier sind wir. ich bin nackt. So, warte. Ich brauche auch Sound. Wieso habe ich denn so wenig Sound? Das geht ja nicht. So. Okay, also das ist wieder der Hafen. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie, muss ich jetzt nicht irgendwo rübergefahren werden? Oder gibt es hier so freundliche... Ah! Hi. Guten Tag, Herr Holdemeid. Ich bin hier, um dir Kleidung zu überreichen. Was möchtest du denn? Ihre Kleidung möchte ich gerne. Genau das, was Sie tragen. Geht's schon wieder so schmierlattig los, tut mir leid. Damit wir uns richtig verstehen. Willst du, dass ich mich ausziehe oder willst du exakt mein Outfit tragen? Nun, wissen Sie, also... Das hier ist nicht in Character, ich bin eine SA. Ich will dir nur deine Klamotten geben, damit du ins Spiel kommen kannst. Okay, okay. Entschuldigung, möglicherweise flutscht... Kein guter Einstieg. Flutscht dich direkt in einem... ja, geben Sie mir bitte etwas sehr Elegantes. Etwas Edeliges. Gibt's sowas Edelig? Was Adeliges. Okay, irgendwelche Farbwünsche, falls ich was finde. Und was ist mit Haaren und Bart? Ich hätte gerne natürlich einen prächtigen Vollbart. Ich glaube, den habe ich auch, oder? Aktuell. Ja, hast du. Und dann hätte ich gern sowas Schwarzes, Purpur vielleicht. Was Purpur ist immer sehr sowas in der Art. Keine Ahnung. Ich guck mal, was es gibt. Es tut mir übrigens sehr leid. Das hier, was ihr hier gerade nicht seht, ist übrigens mein Ingame-Mikrofon. Ne? Falls ihr euch fragt, was das für ein komischer Fleck ist. Wir haben ja bei Rust ein zweites Mikrofon. Schon sehr frisch, muss ich sagen. Ihr Rabenbüst hier ist aber auch wirklich ein Kunstwerk, muss ich sagen. Ja, es gibt auch eine Karte. Deswegen weiß ich grob, wo mein Haus ist. Da werde ich natürlich gleich mal hingehen. Ich weiß nicht, wie groß es ist, aber ich glaube, groß genug. Und ich bin auch alleine. Ah, herzlichen Dank. Probier das mal. Ansonsten können wir noch was anderes machen. Bitte. Beim Spawn sieht man noch nicht direkt, wie genau es aussieht. Ich habe nur so eine Vorschau. Können Sie sich bitte umdrehen, während ich mich umziehe? Ah ja. Och, das finde ich ja ganz nett. So, fertig. Wie finden Sie mich? Also alles einzeln sehr gut, aber vielleicht eine andere Hose mit dem Oberteil. Ja, denn was? Einmal bitte 32, 38. Ich bin sehr groß, an die 2,10 Meter. Sicher? Es liegt in der Familie, ja, wir sind alle sehr groß. Danke sehr. Das sind nochmal zwei Optionen. Was haben wir denn hier? Oh, das sind ja genau die gleichen. Oh Gott. Was sagen Sie? Besser. Glaube, das ist das gleiche Oberteil wie beim König. Oh ja, dann muss der König sich wohl umziehen. Sehr gut. Werde ich noch gebraucht? Wie komme ich jetzt ans andere Ufer? Oder muss ich hier diesen Weg entlang? Dem Weg folgen und dann links halten. Holdemeid, es war mir eine große Freude. Ah! Wo ist sie denn jetzt hin? Hey, Holdemeid! Oh, immer, das ist immer das Gleiche mit den Vibes-Bildern. Oh.
Sobald ich den Mund aufmache, sind sie verschwunden. Na gut. Dann versuchen wir mal, das Dorf zu finden. Wieso muss ich überhaupt zu Fuß gehen? Oder hätten sie schon Behausungen? Wieso habe ich keine Sänfte? Oder zumindest eine Kutsche? Oder zumindest ein Pferd? Ein edeliger Adelsmann, der zu Fuß unterwegs ist, das gehört sich so einfach nicht. Nehmen wir mal unser Haus in Augenschein. Oh, da sind schon wieder Leute. Was wollen sie? Ich habe nichts! Guten Abend, der Herr. Ah, ich habe das für Wegelagerer gehalten. Entschuldigen Sie bitte, aufgrund Ihres... Nee, die sind zwei bitte. Straßen weiter. Ah, wie können Sie mir denn helfen? Brauchen Sie Hilfe? Was? Nun, ich habe etwas Staub an meinen Ledergamaschen, wenn Sie sich das mal ansehen könnten. Also nachher können wir Ihnen gerne helfen. Ich meine, ihr wollt doch sicher gute Getränke. Sehr gerne, ich liebe gute Getränke. Dann komm am besten nachher in die Taverne. Sehr gut. Haben Sie ein Grenadier Saint Mitterrand François Guillaume? Von 1900... Ja, den Wein haben wir da. Ich meine von 1104? 1103 sogar. Oh, das ist ein sehr guter Jahrgang. Ich freue mich auf einen Besuch in Ihrem Etablissement. Drüben im Bauerndorf. Zum Feuerschlund. Oh, im Bauerndorf, sagen Sie. Oh, mir fällt gerade ein... Natürlich. Ich habe heute noch eine wichtige Korrespondenz mit Jacques Chirac. Und eventuell muss ich meinem Schreiberling dabei über die... Er ist noch ganz neu, wissen Sie. Ich wünsche Ihnen... Wir können Ihnen einen Tisch, einen separaten Tisch anbieten, da können Sie in Ruhe arbeiten. Ja, bei einem wunderschönen 1103er Wein. Arbeiten. Ich liebe Ihren köstlichen Humor. Arbeiten lassen, Leute. Ja. Ja. Nun, ich wünsche Ihnen ganz Erfolg bei der Feldarbeit und mit Ihren 17 Kindern auch, dass sie, der Haferbrei Ihnen nie ausgehen möge. Aha, genau. Ja, super, ne? Ja, vielen Dank Kinder. Und einen schönen Tag noch. Kommen Sie uns besuchen, auf Wiedersehen. Au revoir, je m'appelle. Au revoir. Jetzt habe ich dem seine Schuhe geputzt und kriegt nicht mal einen Taler. So, jetzt haben wir es. Ich habe beide Schlösser. Das eine ist für die Tür und eins ist oben für die Kiste. Bei dir neben dem Bett, da ist dein ganzes Gold wieder drin. Ah, da gehört es auch hin. Ich probiere. Hier liegen sie hinter dir, die zwei. Ah, herzlichen Dank. So, und jetzt müsste es klappen. Haha! Yes, okay. Okay, have fun. Thank you. So. Trautesheim, Glück allein. Alles leer. Aber oben in, oh, hier ist der Kamin, der prasselt so schön. Und hier oben ist mein Bett, mein Gemach. Wolltest du nicht auch mal einen anderen Charakter bei Rustler 2 spielen, einen miesen Zauberer oder so? Ja, ich wollte bei Rustler 2 hatte ich eigentlich mal irgendwas anderes geplant, aber ich weiß gar nicht, warum es nicht mehr zustande gekommen ist, ob jemand anderes schon einen ähnlichen Charakter hatte oder ich weiß es nicht mehr genau. Oh, ich bin reich. Sehr schön. Aber jetzt bin ich halt, wer ich bin. Keine Ahnung. Guck mal hier. Huch. Oh nein. Ich darf nicht in den Speicher rein. Ist doch schön, oder? Ja, gefällt mir gut. Dann lass uns direkt wieder raus. Und zusehen, dass ich... ein bisschen was erlebe, oder? Zack. Geflügeltür. Dann schauen wir mal. Ich brauche eigentlich ein Pferd, ne? Da es keine Main Story mehr gibt, kannst du im Grunde dieses Mal machen, was du willst. Im Discord helfen die SL auch, wenn du eine eigene Story machen willst. Ja, danke. Ist das da hinten die Lise?
Schau mal. Oh, liebe Lise. Folgen Sie mir. Liebe Lise. Komplett verloren. Folgen Sie mir bitte. Es ist nicht weit, glauben Sie mir. Warte doch, liebe Lise. Ich hoffe, Sie sind gut. Wir sind deutlich anstrengender, als ich gedacht. Ach, hier sind die Weberlichen. Da ist das Volk. Was ist denn hier? Pass auf! Wir haben jetzt Dinge zu erledigen. Also Ulrich! Ulrich! Greif du doch durch! Ich will mir jetzt ein Pferd kaufen. Entschuldigung, ich habe Pferd gelernt. Ja, freut mich auch sehr. Wir von Ihnen 10 Gulden jeweils. Okay, wir gehen. Die müssen eingetrieben werden. Ich glaube hier. Sie flüchten! Ja. Ist das hier ein Pferdemarkt? Da sieht ja auch aus wie ein Pferdemarkt. Genau, das ist so richtig. Hab heute meinen ersten Tag hier am Stand und da kommt noch ein weiterer Kunde eventuell. Ja, okay, wir haben uns nie gesprochen. Werter Herr. Guten Tag. Wie Sie sehen, trage ich die neuesten Schuhe aus Florenz. Baby-Nil-Pferdleder. Sehen Sie? Ich habe mich gefragt. Lieb also. Ja, um diese hervorragende Arbeit des Florentiner Schuhmanufakturs Giovanni del Ciuschi zu schützen, hätte ich gerne eine Art Untersatz. Ich dachte da vielleicht an was Lebendiges, was statt meiner laufen könnte. Haben Sie da vielleicht was im Angebot, wäre da Herr? Ja, das klingt doch genau nach unseren Pferden. Ah, Pferd, ja. Was haben Sie denn? Haben Sie eine tollwütige Stute für mich? Also, für Ihren Stand, da sind die Pferde, die wir hier stehen haben, nicht... Das sind einfache Durchschnittspferde hier gerade. Igitt! Für Sie sollten wir was... Genau. Für Sie sollten wir unbedingt was Edles haben. Sehr gerne. Was haben Sie denn Edles? Da müssten wir einmal zu unseren Stallungen und meine Meisterin. Die weiß da leider mehr. Ich habe gerade erst meine Lehre angefangen. Ach, Sie armer junger Mann. Dann bringen Sie mich doch zu Ihrer Meisterin. Dann folgen Sie mir bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Wache. Ah ja, ich erinnere mich. Das sieht ja alles aus wie damals. Passt. Oh, was da hinten ist, das der Pferdestall? Das sieht doch verdammt wie eine Pferdehalle aus. Der Weg ist leider etwas weiter. Nun, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir direkt neue Schuhe in Florenz bestellen. Ist es ein fliegendes Schwein? Du hast ja ein Rennschwein. Vielleicht gibt es in Rustalot ja auch Fliegeschwein, aber im Haben Erachtens Sie das gesehen? Gertrude sagt nein. Ja, widerlich. Dieses Bauernvolk lässt sich schon mit Schweinen ein. Aber schön ist es. Sind wir auf dem anderen Server. Was kostet so ein Pferd? Ich habe nur 200 Öcken dabei. Wäre natürlich jetzt hochnotpeinlich, wenn ich das nicht zahlen könnte. Ah, da ist das Gestüt. Sind das denn wirklich auch bessere Pferde? Ja, die sehen schon sehr reitfreudig aus. Warten Sie bitte hier, ich gucke kurz, wo meine Meisterin ist. Selbstverständlich. Meisterin, seid ihr hier? Der ganze Weg umsonst wäre natürlich jetzt eine Katastrophe. Welches Pferd finden wir denn gut?
Wie gefällt euch denn? Das Gescheckte hier vorne? Sieht doch ganz süß aus. Mit diesem seltsamen weißen Hinterleib. Oder vielleicht... Das da hinten, das Graue. Die graue Eminenz. Haben Sie was passend zu meinen Schuhen vielleicht? Farblich meine ich. Welche Farbe haben Ihre Schuhe nochmal? Ich sehe. Purpur. Das graue Pferd würde ich nehmen und Donny Ho nennen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber versteht die ja keiner wahrscheinlich. Den Appaloosa direkt vorne links oder den grauen Apfelschimmel. Ist das hier ein... Ist das ein Appaloosa? Ich will kein Pferd, was ein Loser ist. Oder der da, ja? Der sieht auch ganz nett aus. Ja, gehen Sie da nicht rein. Ah, verzeihen Sie! Ich hatte, ich habe dem Ruf des Windes gefolgt. Sie haben völlig recht. Ich törichter, reicher, adeliger Mann. Ich kann meine Meisterin leider nicht finden. Könnten Sie mir Ihren Namen nennen, dass wir die dass ich eine Bestellung für Sie aufnehmen könnte? Ja, mein Name ist Wilbald Erben von Bohmhoff. Warte, ich guck mal eben, wie war nochmal der Befehl? Sheet. Gut, das habe ich notiert. Ein edles Pferd, was zu Ihren Schuhen passt. Warten Sie. Und wir bieten neuerdings tatsächlich auch Versicherungen an. Wäre das auch für in Ihrem Interesse? Versicherungen? Das ist... Was bedeutet das? Also das heißt, ich gebe Ihnen Geld und wenn dem Pferd was geschieht, bekomme ich von Ihnen ein neues? Das ist so korrekt. Es gibt da verschiedene Varianten, wie Sie die, was Sie da versichern können. Aber da kann ja auch meine Meisterin mehr drüber sagen. Aber ich kann Sie schon mal darüber informieren, dass das überhaupt gibt. Und Sie können sich Gedanken machen, ob Sie das vielleicht benötigen können. Ja, das mache ich mir. Entschuldigen Sie, wann wird dann das prächtige Tier geliefert? Ich werde mich darum kümmern, dass das umgehend passiert. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Wohl kaum zu Fuß. Folgen Sie mir. Ich muss eh zurück zum Stall. Naja, ich dachte vielleicht, dass Sie mich mit einer Kutsche oder so... Eine Kutsche haben wir leider gerade nicht hier. Dann eine Sänfte würde es auch tun. Tut mir leid, mein Herr. Sie müssen wohl leider laufen. Oh, das ist ja ich schäme mich für Sie. Nun gehen Sie doch voran, sonst denkt der Pöbel noch, ich hätte keine Begleitung. Jawohl, mein Herr. In welchem Ausbildungsjahr sind Sie denn? Erstes. Dann haben Sie ja noch einiges vor sich, nicht? So ist es. Ich glaube, die Ausbildung zum Pferdenarr dauert 17 Jahre, wenn ich mich nicht irre.
Daher sehen Sie auch, woher meine Fehler kommen. Ja, ja. Gutes Personal ist heutzutage sehr schwierig zu bekommen. Ah, das war schlimm. Ich wage es nicht, mich als solches zu bezeichnen. Sind Sie der Spross einer ansässigen Familie? Oder sind Sie aufgrund eines schweren Verbrechens aus einem anderen Ort hierher geflüchtet? Weder noch. Ich bin auf meiner Gesellenreise aus einem fernen Land hierher gekommen. Ah, verstehe. Lauft. Erzählen Sie mir davon. Die grüßen auch nicht mehr. Früherer Bürgermeister und was? Ich glaube, die reden über mich. Wissen Sie, ich war hier mal Bürgermeister. Sie können das nicht wissen, weil Sie von weit, weit herkommen, auch wenn mein Ruf natürlich wie Donnerhall vorauseilt. Aber das war alles mal meins hier, die ganze Stadt. Ich kenne hier jeden. Sehr beeindruckend. Ja, ja, ich weiß. Das hier war mein Amtssitz. Hier in der Nähe, da vorne. Weiß ich noch. Was ist denn geschehen? Ach, die Bürger dieses Ortes, sie sind einem Hochstapler anheimgefallen, der mit falschen Versprechungen und vielerlei Lügen die Bürger gegen den rechtmäßigen Bürgermeister aufgehetzt haben. Und gegen so viel Niedertracht konnte ich nicht gegen an. Und dann musste ich mein Amt räumen. Naja, und seitdem sehen Sie ja auch, was aus diesem Dorf geworden ist. Die Straßen, die Häuser verfallen, der Galgen kaum mehr benutzt. Ach, es ist ein Jammer. Wäre es da nicht an der Zeit, dass Sie wieder der Bürgermeister werden? Ach, da haben Sie natürlich recht. Wenn Sie dann beim einfachen Volke da hinten, wo wir gerade waren, für mich die Werbetrommel schlagen würden, das wäre gut und ich verspreche Ihnen auch für jeden Aufrührer, der in meinem Namen zur Mistgabel greift, möchte ich Sie entlohnen mit einem Achtel Kupfermünze. Klingt verlockend. Nun denn, dann weilen Sie Ihres Amtes und rufen Sie mir einen amtlichen Lynchmob zusammen. Ich werde mein Bestes tun, aber erstmal kümmere ich mich um Ihr Pferd. Bitte, das wäre sehr schön. Ich erwarte zügige Lieferungen, meine Schuhe sind arg in Mitleidenschaft. So kann ich nicht dem König unter die Augen treten. Auf Wiedersehen. Das ist korrekt. Auf Wiedersehen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Was können wir denn noch kaufen? Was ist mit diesem Schwein? Fischerei? Was? Fleischerei. Vertrauen sagen, aber bitte lasst mich da raus. Die wohnen bei mir. Die ermorden mich in der Nacht. Was soll ich Unsinn? Dachte, das ihr nennt man Dienerschaft. Ihr sagt das mir im Vertrauen. Ihr schreit das hier am Marktplatz rum, dieses dumme Gerücht. Nun ja, vielleicht. Ich geh mal zum Rathaus. Ja, also ich jetzt diese Brau hier. Hier gibt's ein schwarzes Brett. Zu laufen, immer in Ehrerbietung für den heiligen Longsheng als Bruder Gaius und Mitglied natürlich der heiligen Raute. Natürlich. Kann man da einfach ja, was... Das ist natürlich, okay. Ja, aber viel sonst helfen? Vielmehr bin ich noch relativ neu und ein wenig unorientiert hier und ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendjemand leere Weinflaschen herstellt, die ich erwerben kann. Haben Sie da eine Idee? Leere Weinflaschen. Zu welchem Zwecke sollen die denn verwendet werden? Nun, wir haben quasi bei unserer Kirche sehr, sehr viel Wein in großen Fässern, aber ich würde ihn eben gerne in Weinflaschen abfüllen, dass man ihn den Gläubigen mitgeben kann. Ja, ich verstehe. Wo ist denn der Bürgermeister? Aktuell ist kein Bürgermeister zugegen, aber der Statthalter steht ja, direkt dort vor der Tür. Es ist kein Bürgermeister zugegen? Hat er diese Stadt verlassen, sich selbst überlassen? Würde dann gegebenenfalls jemanden vorbeischicken, der sich darum nun, der letzte Bürgermeister wurde heute aus dem Käfig entlassen. Da habt ihr dann auf jeden Fall den Dank des Heiligen. Man hat ihn entlassen? Das habe ich gewiss. Gegen jede Vernunft? Ja, wer sollte so töricht sein und diesen Verbrecher aus seinem rechtmäßigen Zuhause entkommen lassen? Der König höchstpersönlich und es war eine höchstweise Entscheidung, denn es war die Entscheidung des Königs. Ja, selbstverständlich. Nie im Leben würde ich der Entscheidung des Königs widersprechen wollen. Wunderbar. Es ist nur so, dieser törichte, schurkige Herr, er ist wieder auf freiem Fuß. Der König muss sich was dabei gedacht haben. Vielleicht will er, dass die Polizei trainiert oder
dass die Schweine sich nicht mehr so elend fühlen beim Anblick. Das nun, muss es sein. Wo sie Schwein sagen, vor der Kirche war eben eins zugegen. Das habe ich. Vielleicht war es auch Astibald. Vielleicht habe ich es verwechselt. Ich weiß es nicht so genau. Das kann ja mal passieren. Ihrem geschulten Auge sollte das eigentlich nicht passieren, aber hey, wir sind nicht, alle sind nicht frei von Fehlern. Aber wer übernimmt denn jetzt die Amtsgeschäfte? Sie? Der Stadthalter. Guten Tag, werter Herr. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Diese Stadt ist ohne Bürgermeister. Nun, ja, in der Tat. Das ist doch kein Zustand. Was wollen Sie dagegen tun? Der Bürgermeister ist eben, ja, also sagen wir mal, ich begebe mich zum Schreiber. Zweitrangig. Okay. Der Bürgermeister ist zweitrangig. Natürlich. Ist das Ihr Ernst, Herr Statthalter? Es ist des Königs Ernst. Also, ja, in der Tat, natürlich. Na gut. Dann will ich Sie nicht länger belästigen. Was Schönes. Ach, kein Problem, aber der Posten ist frei. Ich glaube, der König nimmt aktuell noch Gesuche an. Natürlich. Oh, dann möchte ich gerne... Wo ist die Liste, in die man sich eintragen kann? Da müsste eine Audienz beim König helfen. Eine Audienz beim König. Das werde ich sofort veranlassen. Hab Dank für diese... Hervorragend. Dann wünsche ich viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Haha, das wird alles bald wieder... Oh, hab ich laut geredet. Das wird alles bald wieder mir gehören. Ah, mein Zuhause. Entschuldigen Sie, ich bin vermutlich der nächste Bürgermeister und ich wollte ganz kurz schon mal, dass die gelben Vorhänge dort hinten sagen mir nicht zu, dass man da vielleicht ein bisschen was Fliederfarbenes stattdessen aufhängt und diese roten Möbel da, da hätte ich gerne was Blaues und dann vielleicht die Tür hier mit diesem Blättermuster, da ist mir zu wenig Gold dran. Und dann hätte ich gerne, also hier auf der Terrasse noch so zwei größere Sitzmöglichkeiten und dann von ein großes Bild von mir, was quasi dann da hinten an der Wand hängt. Könnten Sie das veranlassen? Ja, das ist kein Problem. Das habe ich mir jetzt alles notiert auf die Zettel. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, was für Rechte Sie als Bürgermeister haben. Da ist eine große Urkunde hinten in die Gebäude. Kann ich Ihnen gerne mal zeigen? Ja. Ja, den Tisch hätte ich dann ein bisschen mehr nach Süden ausgerichtet. Da ist es verewigt, das Große. Ah. 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 Oh. Ich glaube... Oh, ich so von dem König aufgesetzt worden. Das müssen Sie mit ihm sprechen. Vom König aufgesetzt? Sind Sie sicher? Ja. Ah. In der Tat, da stand letztes Mal Astibald oben drin. Ach so. Ja, gut, das werde ich dann ändern. Und haben Sie die Abhandlungen von Konfuzius dem Bäumling Teil 1 bis 18? Das würde ich gerne hier unten in der zweiten Reihe. Kein Problem, habe ich alle aufgeschrieben. Gut. Ja, und das mit den Vorhängen bitte dann machen, bevor ich wiederkomme. Und oben einmal natürlich, durchfegen. Natürlich. Gut, dann bis bald. Auf bald, gehabt euch wohl. Einmal die Ritterrüstung putzen, wäre gut. Bevor ich, dass die blitzt, wenn ich wiederkomme. Gut. Frau von Hufenstein. Ja gut, man muss natürlich schon gucken, was verkaufen die denn hier? Fisch. Bis gleich. Seid gegrüßt. Ich grüße zurück, Frau Stahlkopf. Haben Sie Heilbutt? Natürlich haben wir auch Heilbutt, ja. Gut, das sowohl ist in der rohen Form als auch schon gebraten. Gut, das hilft nämlich gegen Stottern. Vielleicht sollten Sie da mal ein Stück von Essen. Das war's. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Haben Sie, was ist mit Zander?
Nein, ich glaube, Xander haben wir heute nicht gefangen. Was kaufen ist... Kaufen Sie hier nicht. Hier wird man nur betrogen. Wie bitte? Wieso denn betrogen? Das würde ich jetzt aber auch gerne wissen. Was sind denn das für Anschuldigungen? Wie ich gehört habe, ist ein gebratener Fisch 5 Taler wert. Ich zahlte 10. Das ist ja unerhört. Das ist nicht richtig, dass der 5 kostet. Der nicht gebratene kostet 5. Also der Bratvorgang macht den Fisch doppelt so wertvoll. Ja, das ist richtig, weil wir dann eine spezielle Kruste immer hinbekommen. Die sieht zwar sehr, sehr schwarz aus, aber die macht es unglaublich aromatisch. Aber doch nicht doppelt so teuer. Doch, tatsächlich ist das der Fall. Nun, also wenn die werte Frau ja ihre Waren zu diesem Preise feilbietet, dann müssen sie diesen Preis auch zahlen. Wenn sie sich den Fisch nicht leisten können, dann müssen sie halt Haferbrei essen, werter Herr. Das hat der Bote schon alles bezahlt. Entschuldigen Sie bitte, ja? Ich hörte hier ganz anderes im Dorf. Wie gefällt dir denn dein Haus? Werte Dame, Meister Nero? Es ist sehr gemütlich auf jeden Fall. Ja, ja. Es wird sich im Dorf erzählt, dass der Fisch nur 5 Taler kosten solle. Und der Bote fühlt sich betrogen. Der rohe Fisch ist 5 Taler. So ist es. Der gebratene, den wir verkauften, der ist 10. Hören Sie doch. Wissen Sie, ich bin eventuell bald der nächste Bürgermeister. Und da bin ich es natürlich auch gewohnt, mich mit solchen Zwistigkeiten, ich grüße zurück, auseinanderzusetzen. Und Salomonisch möchte ich jetzt folgendes Urteil sprechen. Sie, werter Herr Kerlius, ich verstehe, das Geld ist knapp und die 28 Kinder haben Hunger und wollen auch mal Fisch essen. 29, und nicht nur. Es sind 29. Ich gratuliere zum neuen Kind. Die wollen nicht nur Haferbrei, sondern auch ab und zu mal einen Fisch. Aber auch die junge Frau Stahlkopf hat eine Familie zu ernähren. Sie hat mit Nero Lumius bereits mehrere Bastarde gezeugt, die in einer Scheune versteckt sind. Und auch die brauchen was zu essen. Verstehen Sie das? Ich habe gehört, man wird krank. Ja, das verstehe ich, aber das ist Wucher. Wucher. Nein, das ist Zander. Nein, Heilbutt. Das stimmt. Ah, Heilbutt, Verzeihung. Meine Kenntnisse im Bereich Fisch sind doch etwas nach... Sie wissen, da haben Sie... Ich kenne mich mit Fisch nicht aus. Um ehrlich zu sein, ich... Da seid ihr nicht allein. Ja, es duftet auch etwas... Das ist der aromatische Duft. Ah, verstehe. Der macht unseren Fisch ganz besonders. Also meiner Meinung, wollen Sie sich hier nur rausahlen, werden Sie mal nicht barsch. Mir war gerade kurz so, als wäre uns eine Waffe entgegengeflogen hier. Nun, vortrefflich gesprochen, Herr Kerlius. Das muss man Ihnen lassen. Wenn Sie nur mit dem Geld ähnlich großzügig wären wie mit Ihren Worten, dann hätten wir dieses Problem nicht. Ich glaube, ich träume gerade... Nun denn... Ich werde auf jeden Fall hier nicht mehr einkaufen. Wer hat denn gesagt, dass es nur 5 kostet? Das würde ich jetzt auch gern hören. Wenn man uns des Wuchers unterstellt, wo wir die Preise des Königs haben. Ja, durchaus. Bitte? Ja, sprecht. Ich komme. Ach, nein. Nun, Frau Stahlkopf, jetzt da das geregelt ist, wenn es in Zukunft zu Problemen mit Kauf oder Zahl unwilliger Kundschaft kommt, dann sagen Sie mir ruhig Bescheid und ich werde das Kraft meines baldigen Amtes zu lösen wissen. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Baldiger Bürgermeister. BBB. BBB. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Potzblitz. Das ist Herr Wilbald. Ja. Bürgermeister hörte ich? Nein. Baldiger Bürgermeister. Das ist ein provisorischer Titel. Es sollte nur noch Formsache sein. BB, das ist richtig. Wie kommt denn das zustande? Naja, Sie sehen sich doch diesen Ort an, wie verlottert er ist. Da muss doch mal wieder eine eiserne Hand am Regierungstisch Platz nehmen. Aha. Ja, wenn ihr das sagt. Ja, selbstverständlich, aber finden Sie das denn nicht auch, dass das hier extrem heruntergekommen ist?
Und ich meine, sie ja, mit dem letzten Jahr schon ein bisschen. Also hier kann sich auf jeden Fall was tun, würde ich schon sagen, ja. Sehen Sie, werte Dame, und hat nicht diese Person, die vor Ihnen steht, in der Vergangenheit mit Nachdruck bewiesen, dass sie von großen Fähigkeiten beseelt ist, die dieser Stadt zunutze sein können? Ja, ausbaufähig, würde ich sagen, aber schon, ja. Ha! Brauchen Sie denn Unterstützung hier zur Wahl irgendwie? Also soll ich ein paar Flyer anfertigen? Sehr gerne. Bitte ein paar Flyer, dann hätte ich gern ein großflächiges Plakat da am Galgen. Vielleicht sowas wie Wilbald hängen. Punkt. Ja, das, ich werde gucken, ob ich sowas irgendwie... Das ist missverständlich. Nein. Machen Sie sowas mit Wilbald, hängen die Träume bald tiefer. Nein, das ist Quatsch. Mit Wilbald hängen die Früchte tiefer. Ist das gut? Ja, das ist gut. Ja, das sollte gut sein. Und dann vielleicht ein Bild von mir in einladender Mimik und aber auch ein bisschen von oben herab. Ja, das könnte schwierig werden. Ja, das mit dem Text könnte ich noch hinbekommen. Ja, ja. Was kriege ich denn dafür? Gibt es da auch eine Bezahlung hier? Was stellen Sie sich denn vor? Ja, ist schon sehr aufwendig. Ich muss wahrscheinlich hin und her rennen. So, ja, 20 Taler? Ja, das ist viel Geld, aber hey, also wenn das meinen Erwartungen entspricht, dann sollen sie ihr Geld bekommen. Ja, sehr gut. Dann haben wir einen Deal. Wann dürfte das Plakat denn für die Öffentlichkeit sichtbar dort angebracht sein? Oh, ich gebe mir Mühe. Ich würde sagen, also bis morgen? Bis morgen? Ja, also bis morgen würde ich es hinbekommen. Allerspätestens, ja, ja. Gut, machen Sie es so schnell, wie es geht. Sie wissen, jeder Tag ohne Wilbald ist ein verlorener Tag. Ja, so ist das. Ja, also ich brauche noch einmal den Werbespruch. Mit Wilbald hängen die Früchte tiefer. Ja, und dann vielleicht, dass Sie dann... An dem Galgen dann so eine Banane oder so. Ja, eine Banane ist. Mhm. Dass das richtig zur Geltung kommt. Dann können die Leute direkt Wahlgeschenke von mir erhalten. Sie müssten natürlich die Bananen regelmäßig nachfüllen. Die Bevölkerung ist ja völlig verhungert. Die wird diese Banane natürlich sich klauen wollen. Ja, das hört sich fantastisch an. Ich versuche das in Erfahrung zu bringen, wie das so funktioniert mit diesen Flyern. Und dann melde ich mich. Das wird eine großartige Partnerschaft. Sie und ich, wir sind das tolle Team. Ich glaube auch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten. Und wenn Sie sich beweisen, dann gibt es bestimmt noch einen guten Ort in meiner Amtsstube. Also wenn Sie dann für Sie. An uns und weitertragen würden, fantastisch. Gehabt euch wohl. Habt ihr den beiden schon wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Meister Nero? Weil der Transport sonst sehr müßig wird. Möhren? Nein, Äpfel? Das stimmt. Momentan können wir alles nur einzeln. Ja, da kennt ihr euch doch sicherlich besser aus, wenn ihr solche Transporte übernehmt. Also ich fasse zusammen, man kann im Moment nur einen Apfel quasi pro Tasche transportieren. Was ist das? Ja, also würde es keine Taschen geben. Das ist, da hängt nichts dran. Sollten wir dies auf jeden Fall ausdrücklich schon mal kommunizieren. Fleischerei. Oh, da ist irgendwas. Schön gesagt, ja, wirklich schön. Können Sie nicht auch Prinzessin? Welch Güte unserer Prinzessin, unserem Untertan diesen großen Fauxpas wohlprächtig. So großherzig zu vergeben. Ja, ich weiß. Da wieder, was wolltest du? Euer Vater hat mich gesendet. Okay, ich such dann einfach mal weiter. Vereinbaren wir einfach ein Signal. Das heißt Eisenhalt erhöhen. Schmuckli. Werde ich so vermerken und dann werde ich mich aufmachen, das Pferd zu besorgen. Das sind prächtige Pferde, dieser schwarze.
wir haben die auch, wir haben schwarze Pferde einen Namen, ja, ne? Seid gegrüßt. Also weiße sind ja Schimmel. Pferd? Das, ist sehr das kommt ganz drauf an, was für ein Pferd sie möchten. Rappe, genau. Ein ganz einfaches Rappe. Pferd kostet... Wo bleibt mein Pferd? Vielleicht habe ich auch gestern zu viel getrunken. Also da in dem Käfig... War das da gerade die Meisterin? Ja, ich weiß auch nicht, was ich sehe. Oh, das? Ich kann nicht ohne Pferd zum König. Das geht nicht. Hat die das vielleicht schon zu mir nach Hause gebracht? Das wäre nur angemessen. Ja. Ich guck mal schnell. Vielleicht wurde das ja schon nach Hause gebracht. Nee, ne? Ich habe auch keinen Pferdestall. Ich gehe da mal hin und frag mal, ob das die Meisterin ist. Wie hieß nochmal der Auszubildende? Namen vergessen. Alles klar, lasst euch Zeit, ihr habt es euch verdient. Ja, noch nicht so ganz. Enttäuscht würde ich nicht sagen. Da, ist sie das? Aber geht es langsam an? Geht es da an? Ich hole mir mal das Gold und dann denke ich mir noch einen Namen aus. In Ordnung. Bis dann gleich. Machen wir das Namensschild gleich. Bis gleich. Verzeihung. Ja. Sie haben sicherlich schon. Ich bin hier einmal rübergesprungen. Ja, Frau Hufenstein, das haben Sie gut gemacht. Das ist ein Beispiel, das sollten Ihre Pferde sich mal eins dran nehmen. Ich hatte ein Pferd bei Ihnen, bei Ihrem Knecht bestellt. Wissen Sie schon, ob das Tier bereits lieferfertig ist? Es ist noch nicht lieferfertig, weil mein Knecht mir mitteilte, dass Sie sich bezüglich der Versicherung noch nicht ganz sicher waren. Wir haben da einiges zu bieten. Nun, informieren Sie sich doch. Was bieten Sie an? Es gibt alles. Es gibt eine Verreitversicherung, es gibt eine Beinbruchversicherung, eine Unterbodenversiegelung, eine Hufversicherung. Lassen Sie mich kurz in mein Zettelchen gucken. Eine Versicherung für die Mähne, für den Schweif, für den Sattel. Also es gibt natürlich auch das Gesamtpaket, es gibt aber auch nur Einzelpakete. Manche Pferde verreiten sich gerne und dann steckt man in der Patsche, deswegen kann man bei manchen Pferden die oder auch eine andere. Aus der Patsche, also das ist ein Missgeschick. Hier? Ah, entschuldigen Sie, sagten Sie Versicherung oder Pferdsicherung? Ja. Pferdsicherung für die Pferde. Ah, ja, ich hätte gern eine Versicherung, dass wenn mein Pferd von zweifelhaftem Charakter ist und eventuell Schandtaten begeht, dass ich das dann umtauschen kann. Ja. Ich bin nur ein einfacher Lehrling des umtauschen? Das ist die teuerste Versicherung. Oh. Was ist denn der Preis dieser Versicherung? Ich bin ja recht wohlhabend. Also zunächst erst einmal, welche Art von Pferd, ich weiß nicht, also mein Knecht ist wenig zu gebrauchen, muss man leider sagen. Schnell und was edel. Haben Sie denn für ein Pferd? Schnell und edel, also die höchste Stufe, habe ich das richtig? Also die das Beste, das... Junge Dame, Frau von Hufenstein, ja. Sie kommen sicherlich nicht so oft aus Ihrem Gehöft heraus, aber mein Name ist Wilbald Erben von Bomhoff. Das ja, das ist gut, das sagt Frage natürlich sicherlich. Alles. Na, selbstredend, aber mein Sie müssen wissen, mein Knecht hat mir den Namen nicht mitgeteilt, deswegen war ich nicht ganz sicher, mit wem ich hier spreche. Ja, ja. Ein solches... Das beste Pferd der Besten kostet über 1000 Taler, das muss ich Ihnen mitteilen. Ja. Ist kein Problem. Das ist sicherlich gar kein Problem, nein. Ups. Warten Sie, ich... In Ordnung, ja. Ja, das ist gar kein Problem. Geben Sie mir bitte das allerbeste Pferd, was je existiert hat. Das allerbeste Pferd. Und habt ihr auch schon einen Namenswunsch? Für das Pferd? Ja. Ich kann ein Namensschild anbringen und kann dementsprechend jeden Namen auf dieses Namensschild auftragen. Ich müsste zuerst einen Blick auf das Pferd werfen, um einen passenden Namen zu finden. Das ist selbstverständlich. Das werde ich dann einmal vom Hof holen und bin dann in 5 Minuten wieder hier und kann Ihnen Minuten? Dann das Pferd über... Ja, in 5 Minuten. Dann lasse ich von meiner Dienerschaft die Geldschatulle bringen. Dann treffen wir uns gleich wieder an Ort und Stelle.
seid gegrüßt. In Ordnung. Gabt euch wohl. Bis gleich. Okay, ich gehe mal davon aus, ich habe 1000 Goldtaler. Das ist, glaube ich, für mich aus der Portokasse zu zahlen. Wie nennen wir denn das Pferd? Wir müssen uns erstmal angucken, wie das aussieht. Man kann nicht einen Namen verteilen, bevor man weiß, wie das edle Geschöpf überhaupt aussieht. Maurice finde ich lustig, ja. Maurice finde ich tatsächlich ganz lustig. Gauli. So, ja, 1000 kriegen wir hin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 18. Ja, ist doch gut. Ich kann es auch irgendwie Bürgermeister nennen oder so. Bürgermeister finde ich auch einen guten Namen für ein Pferd einfach. Woher kommt das Geld? Spawnt das nach? Nein, harte Arbeit. Ich finde das mit Maurice schon nicht schlecht. Vielleicht sowas wie Weberlichingens Mutter. Was haltet ihr davon? Irgendwas in der Richtung Weberlichingens Gen-Grundlage. Keine Ahnung. Also so ein bisschen, was Weberlichingen ist, finde ich gar nicht schlecht. Abwechslung in dem, für abends oder so, ne? Dann so ein Glas Bier, einen schönen Krug Bier oder so und dann so ein Rennen anschauen, das ist super. Ja, aber was ich mir auch vorstelle, weil in letzter Zeit häufen sich. Ich werde auch erst meinen Glockentonwechsel beantragen bei Ihnen, wenn ich die volle Lieferung geleistet habe. Oder was haltet ihr von? Fährt's bald! Okay. Guter Blume. Fährt's bald! Finde nur ich das lustig, vermutlich, ne? Ich hab das so an sich, an hier. Fährt's bald! Vorsichtig. Butterblume. Allzeit gut tritt. Danke, ja, ab Dank. Nicht, dass die Weberlichingens dann denken, dass das Pferd denen gehört. Nee, das wäre ja frech. Das ist aber auch. Ich muss mir erstmal das Pferd angucken, wie das aussieht. Meine Güte. Und dann entscheide ich. Ich benenne kein Pferd, ohne es vorher gesehen zu haben. Ich muss den Charakter des Tieres sehen und spüren. Ich kümmere mich mal kurz hinterm Haus um ein neues Pferd. Was? Ich bin sofort bei euch. Ich bin sofort da. Ja, alles gut. Da reitet sie davon. Guck mal, so den hier, so ein Tier sieht sehr edel aus. Der stand doch gerade. Kannst du dir das so angucken? Right Horse, Examine. Da, Examine. Black Thoroughbred. Max Speed so, 36,2. Ich hab das Geld. Wow, 44,1 km/h. Alter, was? Was hatten Sie meine Meisterin ausgemacht? Ah. Wir haben gesagt 60 Taler und das Pferd bekommt noch einen anderen Namen. Ich wieder runter. Das war ein Fehler. Wie kam ich hier wieder runter? Also. Ja, vom Bono. Verzeihen Sie bitte, ich bin darauf geslidet. Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte lediglich dieses Tier in Augenschein nehmen. Schwupps, da saß ich oben drauf. Mit welcher komischen Zunge ihr sprecht? Kommt ihr vom Festland? Nun, das ist ein alter Dialekt. Das können Sie nicht wissen. Sie wohnen ja noch nicht seit. Meine Familie wohnt seit über 1000 Jahren in diesem Ort. In der Tat ist es so, dass mein Urgroßvater Wilbald Erben von Bohmhoff der Erste den Grundstein des Rathauses hat legen lassen von seinen Untertanen. Nun,
Sie werden sicherlich bald dahin kommen, wenn Sie meine Familienchronik gelesen haben, die Sie mir abkaufen können für 1000 Gold. Das würde ich sogar tun, aber ich kann nicht lesen. Das tut mir leid. Schreiben Sie sich nicht ab. Warum sollte ich? Ich kann doch nicht schreiben. Gut. Verzeihen Sie bitte, ich muss kurz einmal hier diesen Trog angucken. Oh. Ja. Ah, Sie sind ja noch da. Entschuldigen Sie, ja. Ihre Chefin dort hatte mir ein Pferd in Aussicht gestellt. Hallo! Das ist nicht mein Knecht, da müsst ihr etwas verwechselt haben. Ich bin Kunde. Sie sind Herr Kunde. Ja, aber Herr Kunde, ich hatte keine Ahnung, Sie hier anzutreffen. Er ist der Knecht. Ah ja. Und ich bin der Schmied von da hinten, von der Schmiede. Ah, Herr Schmied. Ah, da hinten. Ja, das ist wunderbar. Sie haben ja auch ganz kräftige Hände. Ja, das habe ich. Prima, ich mag Leute, die richtig anpacken können. Wenn ich erstmal wieder Bürgermeister bin, dann werde ich sie zum obersten Schmied ernennen. Oh, das ist darauf nagel ich sie fest. Haha, Humor hat er auch noch, der gute Herr. Wo ist denn jetzt nun mein edles Geschöpf? Hier, das ist Armin, das beste Pferd aus meinem Stall. Und das gibt, also das habe ich Ihnen hierher gebracht. Und es ist, ach so, wir können ja auch weitermachen, ne? Ganz tolles Pferd. Also der Dame ist noch ein Pferd für den König. So laut gut aus, aber warum heißt es denn? Ich komme sofort zu Ihnen. Ich kann jegliches Namensschild für Sie anbringen, das ist gar kein Problem. Dann tausche ich mal kurz das Namensschild okay, aus. Dann möchte ich es gerne Weberlichingens Mama nennen. In Ordnung. Ich bringe kurz das Namensschildchen an. Das dauert einen kleinen Moment. Sie können sich gerne nochmal die Füße vertreten oder den Trog angucken, wie eben. Wie Sie möchten. Ja, ich werde kurz mit dem noch einmal den Preis gegen Kutschrad ansehen. Oh, wie schön. Meisterin, 60 Taler war korrekt für das Pferd? Hallo, Pazimir. Schön, dich zu sehen. Hallöche. Freut mich, Ebis und David. Ja, das war korrekt. nee, tatsächlich eigentlich nicht, aber... Habe ich das Namensschild richtig angebracht? Oder muss man noch... Du bist ein Guder! Du bist ein Guder! Du bist ein Guder! Hör mal, hier, machen Sie mal einen speziellen Preis hier, ne? Hier, ja. Hier. Das ist ein Guder! Hey. Wo sehe ich denn nochmal gleich das Namensschild? Ganz, ganz unten hier ist das Namensschild angebracht. Hier unten. Ah, ja, hier. Nikolisch. Wir kennen uns ja. Ich komme sofort zu Ihnen, ja? Das sieht gut aus. Hab Dank. Das sieht gut aus? Aber Party. Dank. Ist das hier? Ja, ganz hervorragend. Das ist gute Arbeit geleistet. Ebbe, bin ich drüben. Ja, schön, das freut mich. Und dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt. Sehr gut. Das ist richtig. Wo haust du? Sekunde. Bruder, deine. Wollen wir noch ein Pferd kaufen? Ach so, du bist Schmied. Ein paar Pferde für das. Da ist die Schmiede. Ja. Hier, pass auf. Wie viele Pferde? Ich habe gerade schon mit deinem Lehrling gesprochen. Also ich brauche 4, 5 sehr gute Pferde für die Wachen, für die Königsgarde und den König. Haben Sie nachgezählt? Sehr schlechtes Pferd für den Chronisten. Mehr kriegt er nicht. Ja, ich habe nachgezählt. Ich danke Ihnen vielmals für das Geschäft. Für die Prinzessinnen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses prächtige Tier. Sehr gutes Pferd und ich werde Sie weiterempfehlen. Also. Hab Dank und allzeit gut Ritt. Ja, auf jeden Fall. Gut Ritt. Schmarrn, der Klöne, weißt du schon. Jojo. Ja, so. Richtig unheilig, 13. Die Rüstung voll Römern. Jawohl. Und gehen Sie doch aus Hoppala. Dem Weg. 6 aus dem Weg. Ja, ist doch gut, richtig. Das wäre. So, da bin ich. Also, 6 so. Sehr gut aus. Ein sehr schlechtes. Sehr schön, wir können. Oh, hallo, Herr Schwabriel. Wir können, jetzt zum Königspalast reiten. Das Tier sehr, sehr schnell. Ohne Speer in der Nase. Ja. Hier geht's zum Königspalast. Stell dir vor. Autsch. Oh, wie der Wind.
Guten Tag, werte Wachen. Abend. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gern... Wie können wir Sie weiterhelfen? Ja, ich würde gern der königlichen Familie meine Aufwartung machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Prinz da ist, aber die Prinzessin sind auf jeden Fall nicht hier. Der Prinz ist unterwegs. Der Prinz ist mit der Prinzessin unterwegs. Nur der König da. Nur der König? Na, dann muss mir das wohl genügen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Pferd, können Sie in die Gaststall da vorne abstellen. Können Sie das parken, ne? Aber niemand darf mein... Warten Sie erstmal hier, wir suchen Ihnen eine Begleitung, die Sie weiterführt. Ja, das ist sehr nett. Okay. Langsamer. Oh, guten Tag, Bruder Radio. Guten Tag, ich grüße euch. Sehen Sie, was ich sehe? Ich sehe, das ist ein höchst interessantes Reittier. Nee, was sehen Sie denn? Jemand reitet ein Schwein. Nun ja. Eventuell das gibt ist es so ein nichts Ungewöhnliches. Das ist hier Alter. Pferd. Oh, ist das geplant? Eine Art Wettschwein? Ich kann nicht dazu. Das ist ebenfalls ein Reitschwein. Man kann sich das ist der letzte Schrei hier auf dem Hof. Die Reitschweine, das ist ein letzter Schrei. Ja, interessant. Dann werden meine Schweine überall bekannt. Ich war offensichtlich zu lange im Urlaub. Da bin ich sehr gespannt. Die Prinzessin kehrt zurück in die Schweine? Ja, ich bin der örtliche Schweinebauer. Reitet einfach mal vor zum nächsten Tor. Das freut mich, genau. Auf Wiedersehen. Gerade zurück. Ja, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch für Sie. Das ist ja interessant zu hören. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall. Doch mal richtig Vollspeed hier machen. Seien Sie gegrüßt. Hallo? Sind Sie imstande, dieses Hindernis zu beseitigen? Da wieder! Au, aua! Oh, Herr König! Die Türe, sie schlug mir gar ins Gesicht! Mein König! Wachen wurden schon für weniger gevierteilt. Ihr, Sevenus, strafet diesen dort! Er schlug mir die Tür in mein königliches Gesicht! Ein vortrefflicher Hieb! Sehr gut! Herr König! Wilbald, alter Freund! Herr König, Sie sehen noch bezaubernder, jünger und kräftiger aus als jemals zuvor. Ja, das liegt vermutlich an meinem neuen an meiner neu gewachsenen Haarpracht. Und wie sie gewachsen ist! Sie wuchert prächtiger als das Efeu an meinem Schlosse. Herr König, ich wollte hiermit förmlich meinen Namen in den Ring werfen, um das... ja, klaffende Loch im Rathaus am Bürgermeisterstuhl mit meinem edlen Leib zu füllen und mit meinen Ideen dieses Dorf zu neuer Blüte zu verhelfen. Nun, ich befand mich gerade auf dem Weg ins Dorf, um mich selber um jene Angelegenheit zu kümmern. Vortrefflich! Lasst uns gemeinsam aufbrechen. Eine hervorragende Idee. Wer rufet? Eine jene, welche dort? Sie wagt es, den König anzusprechen, ohne Erlaubnis, den König anzusprechen. Aber... Glaubt ihr, ihr habt die Erlaubnis, den König anzusprechen? Geheuerlich. Hängt sie! Nein, 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 ich gebe ihr die Erlaubnis, den König anzusprechen. So sprecht den König an. Oh, das ist überwältigend. Aber wir warten hier seit Stunden. Und wir... König, das Rathaus hat mich zu euch geschickt, um eine Audienz zu erbitten, weil auch das Volk, das einfache Volk, so wie ich, eine Möglichkeit haben sollte, in den Stand des Bürgermeisters berufen. Man hat mich direkt zu ihnen geschickt. Nun, ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, um mich um jenes Problem zu kümmern. So, haltet mich nicht länger auf dass ich mich darum kümmere. Vater, ich habe keine Wachen mehr. Gehört, zur Seite. Tochter, ich fürchte, deine gierige Schwester hat sich alle Wachen geschnappt, um sich bewachen zu lassen. Von wo 14, ist sie? Wenn nicht sogar 15 Wachen, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß 15? Es nicht. 15? Suche nach einer Traube von Wachen und du wirst deine Schwester finden. Oder nicht, Sevenus? Ich glaube, ihr oberstes Ziel war es, ihnen zu entkommen.
Ich sagte euch, ihr solltet euch um beide Prinzessinnen kümmern. Das gilt auch für diese hier. Lasst sie nicht aus den Augen oder... Zum Beispiel, gut, dann werde ich eben nach meiner Schwester suchen. Ihr zwei. Ja, aber nicht alleine. Ihr begleitet verwundert die Prinzessin. Die dort drüben, nicht die andere. Herr König, also, darf ich Sie einladen, auf meinem Pferd? Laut Formulierung natürlich. Des Königs, Weberlichingens so Mutter mitzureiten. Ich fürchte, euer Pferd wird mich nicht aufsteigen lassen. Es ist mir nicht königlich genug. Vermutlich liegt es daran. Herr König, Weberlichingens Mutter lässt jeden aufsteigen. Und es ist mehr als gewohnt, zwei Leute gleichzeitig zu reiten. Ich habe einen Vorschlag, so lasst mich auf jedem Pferde reiten. Selbstverständlich, Herr König. Haha. War natürlich ein kleiner Scherz. Ihr wisst natürlich, dass sich dieser Vorschlag, dass es sich dabei um einen Befehl handelte. Haha. Herr König, meine Loyalität ist absolut. Ihr Wort ist Gesetz. Natürlich. So, berichtet mir, wie ist es euch ergangen im letzten Jahr? Oh, danke der Nachfrage. Ich war lange auf Reisen, wissen Sie. Ich bin einem verschollenen Verwandten von mir gefolgt, der in meiner Familienchronik erwähnt wird. Will bald erben von Bomhoff der 27. Aus irgendeinen Gründen wurde er aus der Familienchronik herausgerissen und die fehlende Seite, die habe ich doch tatsächlich gefunden unter dem Abort. Da war ich auf spannender Reise und ich habe ihn tatsächlich auch gefunden, Herr König. Sehr gut. Und dann? Ja, er stellte sich heraus, er wurde nicht ganz ohne Grund aus der Familienchronik getilgt. Wissen Sie, er war so etwas wie ein schwarzes Schaf. Und nun ja, stellte sich heraus, er ist in ein anderes... Prinzessin, ein Drama voraus. Oh Gott. Alter, schau, ich hab's fast geschafft. Ich habe noch 1, 2, 3, 4. 4? Ja, ich hab's geschafft, jemanden im Käfig einzusperren, der kommt da nicht raus. Tochter? Ja? Bist du dir sicher, dass dein Verhalten prinzessinlich ist? Hatten wir nicht über prinzessinliches Verhalten geredet? Ja. Mich deucht, du treibst nur Schabernack und Unfug. Ich hab Spiele gespielt. Spiele? Zum Wohle des Königreiches Rastelot oder zum Wohle deiner eigenen Belustigung? Zum Wohle meiner Aufarbeitung meiner verlorenen Kindheit! Weil mein Vater nichts mit mir unternimmt, muss ich mich halt immer irgendwie beschäftigen! Ich hab dir 15 Wachen an die Seite gestellt, wenn das mal nicht meine väterliche Liebe unter Beweis stellt! Ich kann jetzt auch zum Dorfplatz gehen und dir 15 Äpfel holen, es schleicht trotzdem nicht damit aus, dass ich keine Zeit mit dir verbringe! Kind, ich liebe dich, aber ich muss weiter. Wachen aus dem Weg! Frau Prinzessin. Bleibt bei der Prinzessin. Ihr Kleid ist wie immer wunderschön. Gute Arbeit. Ab dank. Ach, Herr König, wissen Sie, auf die dann, Kinder... Auf mein Schatz! Undankbar werden Sie ab einem gewissen Alter. Ja. Alter Mann voraus. Wie schaffen Sie das? Was soll das denn heißen? Euer Majestät. Meister, gibt es etwas zu berichten? Ja... Ich fühle mich wie bereits um eine Woche gealtert. Es ist großartig. Ich würde vielleicht einmal darauf plädieren, dass ich die Rechtfertigung bekomme, einige Menschen zu köpfen, aber ich denke, ich werde eine Alternative dafür finden. In der Zwischenzeit versuche ich herauszufinden, was eure beiden Schwestern im Lande Rastelot so anstellen, versuche Pferde zu bestellen und unsere Schulden, die wir nicht haben, einzutreiben. Das ist gerade mein Begehr. So lasset uns mit den Köpfungen noch warten. Der erste Tag ist vielleicht ein bisschen vorschnell. Das dachte ich auch. Nun denn, ich muss mich nun im Dorfe kümmern um die Angelegenheit des Bürgermeisteramtes. Eine sehr gute Idee. Ich versuche weiterhin eure Sprösslinge unter eine unbeschadete Haube zu bekommen. Ich habe tatsächlich eine Taktik gefunden, meine Töchter bewachen zu lassen rund um die Uhr. Ich habe festgestellt, wenn man nur genug Wachen mitschickt, dann bleiben genug übrig, um eine konstante, dauerhafte Überwachung zu gewährleisten. Euer Seht noch, meine Tochter. Ich hätte da noch eine andere Idee. Sie lief los vor einer halben Stunde mit 15 Wachen. 4 davon leben noch. Ich finde, das ist ein Fortschritt. Das ist eine weise Wahl gewesen. Euer Majestät, wenn ich euch vielleicht noch eine Idee unterbreiten dürfte...
so unterbreitet? Die Heilerin vermittelte mir, dass sie der Kräuterkunde derart kundig ist, dass ihre Kräuter alles bewirken könnten, was wir wollen. Das bedeutet auch, dass es eine Kräutermischung geben könnte, die dafür sorgen könnte, dass eure geschätzten Töchter freundlich, farbenblind oder vielleicht sogar angenehm werden könnten. Ginge vielleicht beides? Alles? Durchaus. Es ist nur eine Sache des Preises. Nun, die klitscht die Krone. Ist das? Ich muss gestehen, ich bin skeptisch. Wir könnten es ja mal mit einer ausprobieren. Guck mal, da ist die Krone weg, da ist das Haar weg. Nun ja, müssen wir im Vorfeld bezahlen? Ich würde einfach eine Anzahlung leisten. Wir können auch Davidoff nehmen. Davidoff soll farbenblind werden? Oder was auch immer, ja. Man könnte es zumindest testen, bevor eure geheiligten Kinder einen Schaden nehmen. Man weiß nie. Äußerst weise von euch, wie immer. Wunderbar. Nun, ich muss mich leider nun aus diesem atemberaubend spannenden Gespräch losreißen, denn ich habe eine Angelegenheit in der Stadt zu erledigen. Auf dein so alter Freund. So regle, Eure Majestät. Ich werde alles weitere in die Wege leiten. So ein kommt, kauziger Wilbert, alter wir wollen Herr. Das Tempo ein wenig anziehen. Ja, wissen Sie, ich hatte auch mal einen Meister. Oh, verflucht. Der hieß... Wird nur der HSV. Passend. Meister wird nur der HSV. Herr König, hören Sie mich überhaupt noch? Weniger reden, schneller rennen! Mit meinem Pferd. Herr Kommandant, reißt mir den Kopf ab! Mit Pferd. Ich hab's doch gerade erst gekauft. Ja, Schmuck. Euer Majestät, tut das um Himmels Willen nie wieder! Wilbald! Wenn die Wache euch nicht folgen kann, seid ihr in Gefahr! Es ist durchgegangen. Ich habe es leider in den Pranger gerammt. Es tut mir leid, aber es tut mir nicht leid, da dieses Pferd mich fast bei Leben gekostet hat. Das ist gar kein Problem. Weberlichingens Mutter ist es gewohnt, an den Pranger gestellt zu werden. Venus, strafe dieses Pferd. Zur Befehl. Warten Sie doch. Nun stecken Sie doch Ihr Schwert in die Scheide zurück. Weberlichingens Mutter kann diesen Schwerthieb derzeit nicht vertragen. Ich glaube, Weberlichingens Mutter ist genug gestraft. Der König hat's befohlen. Oh. Herr König, Sie haben natürlich jedes Recht der Welt. Wenn mein Pferd Weberlichingens Mutter Ihnen übel zugespielt hat, dann hat es auch eine Strafe verdient. Ich bitte Sie nur, Gnade walten zu lassen. Ja, nun, so lasset uns aus dieser tragischen Situation noch etwas Positives ziehen und aus meinen Worten einen gar lustigen Witz formen. Ich sagte gerade, Weberlichingens Mutter ist genug gestraft. Mit ihrem Sohn. Ja, ganz, ganz köstlich. Der braucht dann noch einen Hofnarr, wenn man so einen König hat. Ja, nun. Lasset uns zum Rathause aufbrechen. Habt ihr den König gerade mit einem Hofnarren verglichen? Aber eure Hoheitlichkeit, um meinen Satz zu vollenden, Prinzessin 1 wollte ihr Pferd Schmuckli nennen und Prinzessin 2 Astfried rückwärts. Daraus entstand Astfried von Schmuckli rückwärts. Wundervoll. Ist das Tier auch ansehnlich und langsam genug? Das habe ich in Auftrag gegeben, es sollte morgen am Hofe erscheinen. Das sieht nicht gut aus. Sehen Sie, meine Majestät? Er ist außer Haus. Er ist nicht dort, wo er sein sollte. Mich deucht, der Statthalter ist gar aushäusig. Davidoff, so gehe er den Statthalter suchen. Ja, natürlich, eure Hoheitlichkeit. Sofort. Statthalter! Der König verlangt euch! Nun, ich finde,
Dieses Dorf hat etwas Besseres verdient als ein Statthalter, der nicht zugegen ist, um seinem Volk und König zu dienen. Ihr habt vollkommen recht. Der Statthalter ist nicht zugegen. Seid gegrüßt, Eure Hoheit. Darf ich für die Wartezeit, die lange Wartezeit für den Statthalter, einen Fisch anbieten? Ein Schmankerl für den Mund, für die Zeit. Einen Fisch? Ihr bietet mir einen rohen Fisch an. Selbstverständlich nicht, Eure Hoheit. Er ist knusprig, saftig, aromatisch, frisch. Für euch würde ich doch sicherlich nichts Rohes anbieten. Sonst wäre ja auch Eure Hoheit. Haha, vorzüglich. Habt ihr auch einen solchen Fisch für meinen Freund Wilbald? Natürlich, natürlich. Ich habe Fische, wie so weit wie das Meer ist. Och, der Gorkenstein. Na, alter Freund, wie geht's? Majestät. Er ist gar einfach so erschienen. Nun, ich bin hier, um die Angelegenheiten rund um das Bürgermeisteramt abzuwickeln, denn ihr wisst ja, das Machtvakuum der mächtigen Position des Bürgermeisters, es ist gar in der Schwebe. So, natürlich. Lasset uns alle Kandidaten zusammentragen. Wir müssen ja nicht in der Kälte stehen, also wirklich. Ihr dort! Ihr schuldet mir einen Fisch! Mit Zinsen! Natürlich. Wir bringen ihn zur Hofe. Darfst du noch einen Fisch? Etwa das Lachsmann? Die Einladung nehme ich an. Habt da. Das war Lachsmann. Nun, erst einmal müssen wir Kandidaten zusammentragen. Wilbald hier hat sich zur Verfügung gestellt. Ein Viper vom Pöbel hat sich ebenfalls gemeldet und die absurde Formulierung formuliert. Dass sie meinen, sie könne Bürgermeisterin werden. Ja, ich war schon sehr amüsiert, als sie dieses Gesuch bei mir auf vortrug, aber nun, wir wissen, wie es endet. Um großem Gejammer vorzubeugen, sollten wir die beiden großen Adelshäuser auch noch anfragen, ob sie einen Kandidaten stellen wollen. Dann können wir loslegen. Schöne Grüße vom Feuerschlund. Ja, ich, wenn mich nicht alles täuscht, sollte Rangerius eigentlich schon Interesse bekundet haben. Und falls er das noch nicht getan hat, dann hat er definitiv Interesse. Wieso habe ich eigentlich einen Stein? Gut, so blicken wir zum Stand der Sonne. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Aha, ich würde vorschlagen, in einer gehalbigen Stunde, zur halbstündigen Stunde der nächsten Stunde, wollen wir uns versammeln mit den Kandidaten auf dem Dorfplatze und dann bestimmen, wer der Bürgermeister werden soll. Sehr wohl. Ein vorzüglicher Plan, Herr König. Ihr leitet bitte alles in die Wege. Ja, will bald. Bis gleich. Wir sehen uns. Bis bald, mein Regent. Okay, in einer halben Stunde ist Bürgermeisterwahl. Das heißt, wir können jetzt natürlich noch das einfache Volk mit Gold bestechen. Der gleiche. Mir heute. Ah, das stimmt wohl. Was, vom König? Ich muss Gold holen. Öffne mein Pferd hier. Ich hole mal ein bisschen Geld, damit ich das Bauernvolk so wie seine Haare klingender Münze aussehen. So überzeugen kann, mich zum Bürgermeister zu machen. Wo ist er in mein Haus? Weißt du nicht, wie er einen eigenen Höherwichser hat? Oh, ein Pferdestall. Hör zu. Ran an die Schatulle. Und jetzt müssen wir mal Wahlwerbung machen. Zu essen habe ich nichts hier, glaube ich, in dem Haus. So, hier am Marktplatz. Ja, dann müssen wir das Angebot unterbreiten für, sagen wir, 10 Äpfel, 10 Kartoffeln und 10 mal Fisch. Ich will mein Geld zurück. Der schrecklichste Trunk, den ich je getrunken habe. Ab jetzt gehe ich nur noch zum Feuerschlund. So viel steht fest. Oh, seid
ihr nicht den Mitarbeiter vom Feuerschlund? Was ist hier los? Hä? Ganz bestimmt nicht. Vielleicht kann ich mit Geld verlösen. Habt ihr mich am Spieß? Nein, hier gibt es keine Ratten. Das war er hat nicht mal ein Bier bestellt. Ich habe ihn wiedererkannt, Dragonia. Das war doch einer der Mitarbeiter vom Feuerschlund. Ja, hieß er die Schwabbeldi oder so? Darf sich ein Konsolenbefehl im Klamotten richtig anzeigen zu lassen? Das ist eine gute Frage. Ich habe so viele Sachen gelesen, dass ich das gar nicht mehr genau weiß. Das könnte sein. Warte mal. Grimm. Ja, gut. Die kniet doch sowieso nicht. Ah, das haben wir schon vor vielen Jahren aufgegeben. Hallo, Hexe. Ist das... Was kann ich für dich tun? Sind das Kisten oder ist das ein Kisten? Oder, achso, okay, hier kann ich mit dem Pferd nicht. Es gibt ja so auch so einen Trog, ne, wo man das Pferd... Da lässt sich bestimmt was machen. Oder, Frau Ella? Weiß nicht, hab ich jetzt schon an... Was ist das hier? Letztes Season gab es hier, glaube ich, so einen Pferdeparkplatz. Ich sehe gar nicht mehr. Oh. Ah, okay. Ja, stimmt. Das mache ich. Ich muss mich kurz wohin begeben. Wo man mein Oberteil neu laden kann. Hier mitten im Wald. Hier sieht mich niemand. Gibt's hier keine Beeren oder so? Häng ich hier fest? Ne. Hier sieht man mich nicht. Kommt jemand? Hallo? Was? Getaucht? Getauscht heißt das, oder? Ich glaube, das war's schon. Ich muss was für mein Pferd auch zu essen besorgen. Deswegen habe ich gedacht, ich kann das irgendwo anbinden. In so einen Trog. Und dann essen die was und dann haben die wieder volle Power. Oder hat der nur so wenig Power, weil er dafür so schnell ist und weniger Ausdauer hat? Ich weiß nicht genau. Ich muss jetzt Werbung in meinem Sinne machen. Bei euch kaufen. Ich war ja gerade noch so fixiert auf die Mistgabeln. Ich glaube, Essen wäre schon richtig gut. Ich bin ja nur die Beeren, ja, die ich an euch liefere. Wir haben ja Mais und Kürbisse und Äpfel und was war's noch? Kartoffeln. Ja. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo, ich bin Grüße. Der baldige Bürgermeister will bald erben und ich würde gerne im Zuge meines Wahlkampfes diese junge Dame zum Essen einladen. Mit guten Grüßen des baldigen Bürgermeisters. Was wollen Sie denn haben? Ich bezahle für Sie. Oh, das nehme ich doch natürlich gern an. Aber hier essen? Nun, ich vielleicht... Nicht. Also, wollen wir dir... Apfel, dachte ich, oder eine prächtige, dicke Kartoffel. Und ein Kürbis. 10 Äpfel für 20 Taler oder 10 Kartoffeln für 30 oder ein Kürbis für 12. Achso, 10 Kartoffeln wären noch schön. 5 Da könnt ihr euch eine leckere Kartoffelsuppe kochen. Das ist doch schön. Schau mal. Mit besten Grüßen des baldigen Bürgermeisters. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Kartoffel ihre Zunge so sehr schmeichelt, dass diese Zunge meinen Namen schreit, wenn der König sie fragt, wer der neue Bürgermeister sein soll. Wir die dann auch gemeinsam, wenn sie mich zum Essen einladen? Wie bitte? Meine Zunge? Ob unsere Zungen gemeinsam? Nein, die Kartoffel, ob wir die miteinander essen. Ach, das können wir sehr gerne machen, Frau Hofbauer. Das würde ich, ja. Was für ein schwerer Nöter, nicht wahr? Ja, Sie können auch gerne eine Kartoffel mit uns essen.
Dann ist es ja nicht. Dann laden sie mich ja nicht zum Essen ein. Doch, doch, alle lade ich ein. Kartoffeln für alle. Das Volk hat Hunger, wissen Sie. Kartoffelsuppe für alle? Ja, das klingt doch gut. Oder oh, braucht ihr aber mehr als nur 10? Warte mal, wie teilt man das nochmal? Künftiger Bürgermeister kann man sich das doch bestimmt leisten, oder? Also das waren dann 10 Kartoffeln, ja? Wie kann das nochmal so? Naja, vielleicht auch 30 hier. Für 90 Taler? Das sind 20 Taler und nun speisen Sie doch die Herrschaften. Sie haben doch Hunger, sehen Sie das nicht? Oh ja, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Zähl das doch entsprechend für 20 Taler? Okay. Hm. Was? Ist Ihnen das etwa nicht gut genug, werter Herr? Also die Hufschläge sind nicht so knausig. Ich will haben, wenn er nur 20 Taler locker machen kann. Ja, die Hufschmiede, ne, die war etwas spendabler, muss aber ich sagen. Aber das war sicher nur ein Irrtum. Also hier sind 15. Ein baldiger Bürgermeister wie ihr, der hat doch bestimmt hier alles passend. Für die Kaffeekasse, wegen des bedauerlichen Irrtums. Ach, das ist aber nett. Ihr seid doch der Herr von Bombenhoff, nicht wahr? Das ist völlig korrekt. Ja, also wirklich, das muss es ein Missverständnis gewesen sein. Er war so ein guter Bürgermeister, weißt du? Dorial, du hast ihn vielleicht nicht gekannt, aber ich habe nur Gutes gehört. Hört. Ja, ich bemühe mich wirklich sehr, dieses etwas heruntergekommene Fleckchen wieder zu seiner alten Blüte zu führen. Wir sollten alle viel mehr Kartoffeln haben und viel mehr Geld und viel mehr Spaß und Freude am Leben. So, da liegen die ganzen Kartoffeln. Werte, nehmen Sie sich doch noch einen Kartoffel, Frau Hofbauer. Schmackhaft. Seien Sie nicht so bescheiden, greifen Sie zu. Sie auch, werter Herr, auch Sie dürfen eine Kartoffel von mir haben. Mit besten Grüßen des baldigen Bürgermeisters Wilbald Erben von Bohmhoff. Njam. Kartoffeln für das Volk. Ich glaube, eine ihrer Kartoffeln liegt da noch auf dem Tresen. Kartoffeln für das Volk. Nehmen Sie sich doch diese Kartoffel. Und grüßen Sie Ihre Familie. Und wenn Sie heute leckere Kartoffelsuppe speisen, dann schließen Sie mich in Ihre Gebete ein. Und wenn dann in der Kürze hier die Bürgermeisterwahl stattfindet, so würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich in meinem Sinne öffentlich äußern. Habt herzlichen Dank. Na, vielen Dank. Wertes Volk. Ja, sicher doch, Herr Bombenhoff. Herr von Bombenhoff, verzeiht. Ja, wissen Sie, hier sind wir doch alle gleich. Von oder nicht von. Wir sind alles Menschen. Nicht wahr? Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Hört. Ja, genau. Und wenn ich Bürgermeister bin, dann schaffe ich die Stände ab. Also jetzt nicht Ihren Marktstand, aber... Was? Wie jetzt? Wir sollten alle in den Adel erhoben werden. Ja. Das klingt ja wunderbar. Ja. Das heißt, ich könnte dann auch Ritter werden, wenn ich euch wähle? Na selbstverständlich, jeder kann alles werden. Meine Stimme hat ja... Willst du werden? Ihr habt mich überzeugt. Sehen Sie. Das wusste ich ja gar nicht, Dorial. Du willst Ritter werden? Suchen Sie sich schon mal einen Adelsnamen aus. Und das ist mein großer Traum. Dann sehen wir uns gleich bei der Bürgermeisterwahl. Liebe Freunde, Standesgenossen. Wann ist die Bürgermeisterwahl denn angesetzt? Ist ja in 15 Minuten oder in 10. Hier am Rathaus. Oder hier am Marktplatz. Wahnsinn. Ja. Der König war schon persönlich zugegen und hat die Bürgermeisterwahl öffentlich ausgerufen. Ja, sobald die Sonne untergeht, dürfen wir die Marktstände verlassen, ja. Ja. Ich hoffe, dass... Und alle dürfen mein Pferd einmal reiten, das hier vorne ist mein prächtiges Pferd. Das heißt Weberlichingens Mutter und sie dürfen alle einmal reiten. Wurde zum Essen eingeladen. Wir dürfen die Mutter reiten? Das ist ja der Wahnsinn. Sobald ich gewählt bin, selbstverständlich. Ja, darauf hoffen wir doch alle. Prächtiges Ross. Ich glaube, das ist mir zu holprig. Das ist mir schon zu hoch. Und zu klein, da falle ich ja runter. Keine Sorge, sie ist größenverstellbar. Na dann. Ah, das freut mich. Da reise ich doch gerne mal mit. Hab ich ja noch nie gehört. Will er dem Pferd die Beine abhacken? Ich hoffe doch. Bis später, wertes Volk. Habt euch wohl. So, wen wollen wir noch bezürzen? Wir waren zum Essen eingeladen und zum Reiten.
gebracht. Hier, die Fischfrau. Was ist denn heute mal los? Hallo, da bin ich ja wieder. Einen schönen guten Abend. Ich wollte Ihnen lediglich noch einmal sagen, Sie haben den besten, wohlriechendsten, glitschigsten Fisch im ganzen Ort. Ja, vielen Dank, Baby. Auf meinen Tisch kommt nur Ihr Fisch, sag ich immer. Das klingt wirklich sehr gut. Und ich wollte Sie fragen, falls in Kürze die Bürgermeisterwahl stattfindet und Sie zugegen sein sollten, so würde ich mich sehr freuen, wenn Sie nun für meine Amtszeit Ihre Stimme erheben. Das werden wir, da Sie unseren Fisch so sehr mögen. Herzlichen Dank und ich komme bald wieder und dann schaue ich, was das Meer Ihnen offenbart hat an Köstlichkeiten. Ich kann es kaum erwarten. Ja, so ein Fein. Ja, so eine Fein. Sehr wohl. Ja, da habt euch wohl, Baby. Ja. Hallo, Frau Taunwald, wie ich Sie machen Sie Bekanntschaft mit meinem Pferd. Haus, der Lehrling. Entschuldigt, mir ist das Pferd, es ist ein unglaublich schönes Pferd. Ja, hat es denn auch einen Namen? Ja, das ist Weberlichingens Mutter. Stadtwache! Oh, das ist ein schöner Name. Stadtwache! Beiseite, Stadtwache! Stadtwache! Jetzt ein schöner Name, ein berüchtigter Name. Es ist natürlich jetzt kein besonders wertiger Name oder prächtig, aber es ist ein Name, ja. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Name. Den habt ihr toll ausgewählt. Herzlichen ich werde Dank. Leider meines Weges. Gehabet euch wohl, mein Herr. Ebenso, die Dame. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was hat die mit meinem Pferd gemacht? So, wen können wir noch bestechen? Könntet ihr vielleicht... Was meint ihr? Will er die Kleidung haben, oder was? Also wir könnten tauschen. Ich würde niemals verlangen, dass ihr keine Kleidung tragt. Das wäre ja Hanebüchen. Ist das ein wollt ihr mitreden? Ja? Wer hier so langsam vorbeiredet und in unsere Richtung guckt, kann sich auch vorstellen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Sie selbstverständlich nicht stören. Lassen Sie mich doch absitzen. Mein Name ist Wilbald Erben von Bohmhoff und ich bin Bürgermeisterkandidat und ich wollte lediglich fragen, ob ich Sie dafür begeistern kann, für mich zu stimmen. Wart ihr nicht letztes Jahr Bürgermeister? Wieso seid ihr denn jetzt nur noch Kandidat? Nun, vielleicht erinnern Sie sich, werter Herr Hegensporn, es gab eine brutale Intrige von unfassbarer Schurkerei. Die kriminelle Energie war so stark, dass sie selbst die Sonne erblassen lassen würde. Und im Zuge dieser Intrige bin ich mein Amt losgeworden, aber jetzt ist es wieder zur Verfügung und ich würde gerne meine Arbeit fortsetzen und dem Volke dienen. Aber selbstverständlich, Herr Bohmhoff, wir haben einen Vorschlag. Prinz Willi hier würde gerne eine Privatvorführung meiner Künste haben und es fehlen ihm aber 70 Goldmünzen. Könntet ihr dem Königshaus vielleicht 70 Goldmünzen leihen und euch später von der Zofe wiedergeben lassen? Habt ihr vielleicht so viel Liquidität in der Tasche? Selbstverständlich, da helfe ich doch sehr gerne aus. Denn Wilbald, der Bürgermeister, hilft, wo er kann. Na, das wird sich mit Sicherheit auch großartig herumsprechen. Das kriegst du auch doppelt zurück. Also, ja, soll ich jetzt sobald die Transaktion durchgeführt wurde, würde ich mich dann hier meine tatsächlich Herren. Auch kurz. So, stecke das ein, Bade. Oh, ich bedanke mich. Wollen wir uns vielleicht dort hinten zum Sonnenuntergang bewegen und dort das Liedchen trällern? Wilbald, viel Spaß, werter Prinz. Und nicht vergessen, Herr Bohmhoff, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich danke euch. Bei mir habt ihr auf jeden Fall viele, also um genau zu sein, 70 Pluspunkte gesammelt. Haha, Herr Hegensporn, und darf ich das vielleicht sagen, ganz unaufdringlich, ich bin großer Fan Ihres Werkes. Sie sind für mich ein Meisterbade, ein Bademeister, ein ganz großer Ihres Fachs. Ich danke euch vielmals. Wirklich, also ich danke euch vielmals. Das ist wahrlich seltsam.
Nun, wollen wir dorthin zum Sonnenuntergang? Ich danke euch. Das heißt, ihr seht jetzt für uns. Ja, nicht allzu viele Forderungen stellen würde, dann sehe ich die Liebe auch in eurem Leben. Liebe? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ob ich dazu fähig bin. Ich bin mir sicher, ihr seid dazu fähig. Oh shit. Da ist der Soundbug wieder. Er ist wieder weg. Habt ihr das gehört? Vielleicht war es auch nur bei mir. War nur bei mir. Guten Tag! Guten Tag, wir sind gerade in einem wichtigen geschäftlichen Gespräch. Bitte warten Sie vor der Tür. Ach, natürlich, selbstverständlich. Was man sich alles bieten lassen muss, nur weil man auf Wahlkampftournee ist. Ja, wie gesagt, hört ihr das eigentlich gerade? Oder ist das, ich glaube, das ist nur mein Kopfhörer, dieses Störgeräusch. Wie kann ich denn noch... Vielleicht die beiden da. Star nicht so. Wann ist eigentlich die ich Wahrheit? Ich denke, man hat mal euch betrogen mit jenem Trank, den man euch verkauft hat. Dürfte ich fragen, was dieser ominöse Tränkeverkäufer dafür genau wollte? So, was ist denn jetzt hier? Es wird schon gleich dunkel. Was ist denn hier die Wahl? Verzeihung. Werter Herr Stadtrat, wann findet denn die Bürgermeisterwahl jetzt statt? So wie der König sagte, zum halben Glockenschlag. Also in 6 Minuten. Herzlichen Dank, Herr Stadtrat. Wenn ich Bürgermeister bin, dann würde ich gerne mit Ihnen einmal über die Einrichtungsdetails hier sprechen. Alles zu seiner Zeit. Bis später. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Na, du hast doch gesagt, ein Pferd kaufen. Ja. Ich glaube, ich sehe ihn. Hahaha, ich sehe, Sie teilen die Leidenschaft des Schweinereitens mit mir. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Wilbald Erben von Bohmhoff, Bürgermeisterkandidat. Und in wenigen Minuten findet die Bürgermeisterwahl statt. Und ich wollte Sie recht herzlich bitten, Ihre Stimme für mich abzugeben. Und ich würde im Gegenzug auch... den Schweinen ein Fest ausrichten und vielleicht ein kleines Wettrennen veranstalten, auf das der beste Schweinereiter einen Haufen Geld gewinnen kann. Was halten Sie davon? Ja. Ein Schweinewettrennen? Ich liebe ja Liebes. Ja? Das klingt unterhaltsam. Sie ruhig darauf mich dazu. Okay, dann würde ich mich Schweine sehr freuen, wenn... denn gestellt? Oder muss jeder sein eigenes Schwein mitbringen? Na, jeder muss natürlich sein eigenes Schwein mitbringen, damit das natürlich auch fair zugeht. Wissen Sie, es muss ja auch eine Verbindung zwischen Reiter und Tier vorhanden sein. Ja, natürlich. Aber nun, wenn Sie mein königlicher Schweinereitmeister werden wollen, dann ist die Stelle noch unbesetzt. Oh, das klingt super. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie gleich für mich wählen. Wählt Wilbald. Ich verstehe. Für die Schweine. Aber was kann Wilbald? Nun, guten Tag, werter Herr. Erstmal gratuliere ich zu Ihrer Frisur. Nun, ich möchte die Rechte der Fische im Dorf stärken. Fische sind wichtig und große Persönlichkeiten. Und bislang werden sie überhaupt nicht ernst genommen. Und so kann es nicht weitergehen. Bitte was? Ja, ich habe den Fischladen verkauft. Also, verzeihen Sie die Störer. Ist mir egal. Verstehe, nun, wissen Sie, was ist denn Ihr sehnlichster Wunsch? Bürgermeister zu werden. Für dich? Oh, wenn ich Bürgermeister werde, dann sorge ich dafür, dass Sie bei dem Bürgermeister in Lehre gehen können, als Bürgermeisterlehrling. Ich verstehe. Nein, hören Sie zu. Ich will kein Bürgermeister werden. Aber nachdem ich den Laden verkauft habe, fühle ich so eine innere Lehre. Brauchen Sie denn noch einen Assistenten? Ja, wo Sie das gerade sagen, selbstverständlich benötigt der Bürgermeister einen Assistenten. Haben Sie Interesse an dieser Stelle? Ja, sollten Sie gewinnen und überzeugend sein, selbstverständlich. Ja, werter Herr, dann haben wir doch ein Abkommen. Sollte ich erneut den Stuhl des Bürgermeisters mit meinem etwas aufgedunsenen alten Leib ausfüllen dürfen, so sollen Sie mein Assistent sein.
selbstverständlich. Ich muss aber meinen Sie nicht, der Mief stört die Besucher? Störfried, ich habe ihn gefunden. Ja, passen Sie auf, wenn Sie sich so nach vorne beugen, das ist nicht schlecht, nicht so gut. Ja, Vero, großartig. Rücken habe ich gehört. Ja. Nicht, dass die Hexe auf Sie Erfolg, Herr. Ja, vielen Dank, Wild Wilbald. Ja, ich mach. Danke. Ja, Wild Wilbald, habt ihr gehört? Ja, kein Problem. Wild diesen Mann. Ja. Er hat uns schon gesagt, dass unsere Fische die besten sind. Ja, hat er auch recht. So, in 2 Minuten. Bürgermeisterwahl. Die lässt dann doch jetzt hoffentlich nicht. Ich park schon mal mein Pferd. Vor meinem neuen Amtssitz. Wo ist der König? Wie viel Fisch sollten wir da mitnehmen? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der König die Bürgermeisterwahl vergessen hat. Befürchte ich. Wenn ich der Einzige bin, der zur Wahl erscheint, dann ist das ja eigentlich ein automatischer Sieg, ne? Darf ich ganz kurz einmal Zug nehmen? Oh, natürlich. Knuppern Sie drauf los. Ich weiß, was du gewünscht hast. Hey, gesponnen. Noch mal, das war wirklich hilfreich. Sehr gerne war der Prinz mit ihrer Darbietung zufrieden. Ja. Ja, doch, das war. Wobei ich sagen muss, es hat sich hier doch einiges getan. Mir ist gerade irgendjemand mit einer Wache im Arm an mir vorbeigelaufen. Das war wirklich. Ich weiß nicht. Seitdem ihr nicht mehr Bürgermeister seid, ist hier schon einiges im Argen. Sie sagen es. Und das allein ist Antrieb für mich, dass ich mich wieder zurück in diese Amtsstube begeben möchte. Auf keinen Fall sind es Ego. Verletzungen aus der Vergangenheit, sondern ich möchte diesem Dorf und seinen Leuten zu alter Größe verhelfen und dazu benötige ich auch ihre Hilfe. Ja, das ist durchaus möglich. Braucht ihr jemanden, der sich... wartet. Wir haben Glück. Braucht ihr jemanden, der sich mit Marketing auskennt? Oh, das ist eine vortreffliche Idee. Sie meinen so eine Art Wahlkampfmanagement? Baden sind ja quasi... hinfort mit euch! Hier, wir reden vertraulich! Dann können wir ja machen, was wir wollen. Pause zum Beispiel. Vielleicht ist es nicht der beste Ort, direkt vorm Rathaus. Aber also Baden sind ja auch hervorragende Marktschreier. Also, ich sag mal jetzt mal, wir stillen nicht wirklich auf dem Markt und schreien, sondern wir flüstern es in die richtigen Ohren, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, das klingt vortrefflich. Sie sind ein Meister des Wortes, sowohl gesprochen als geflüstert als gesungen. Ich würde Sie sehr gerne in meinem Team begrüßen dürfen. Nun, dann sollten wir doch auf jeden Fall im Laufe der nächsten Tage mal vielleicht weniger öffentlich sprechen. Das gefällt mir sehr gut. Sobald ich wieder in der Amtsstube beheimatet bin, werde ich einen Termin machen und alle Wände und Türen sollen verschlossen bleiben. So machen wir das. Ich grüße euch noch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oh, der König! Oh, der König, Majestät. Ja. Jetzt ist es soweit. Mein König. Statthalter Gorkenstein, wie ist die Lage? Nun, es haben sich keine weiteren Häuser gemeldet bislang. So stehen nach meinen Informationen zur Wahl Rangerius und jener dort. Jener dort? Wilbald? Mein Name ist die Flatterberg? Wilbald Erben. Wollen Sie Kandidaten stellen? Ich habe Boten entsenden lassen und habe bisher noch nichts gehört. Ach, da liegt ein Boten. Ja, so kurzfristige Wahl, Eure Majestät. Ich flattere Eure Hoheit. Der Adibald will doch König werden. Davidov ist äußerst geschwind. So warten wir noch 2 bis gar 3 Minuten.
Natürlich. In der Zeit wird uns Wilbald eine spannende Geschichte erzählen von seinen wilden Abenteuern. Oh ja, die waren in der Tat sehr wild. Nun, es begann vor vielen, vielen Jahren, als ich einen entzündeten Fußnagel hatte. Pochte stark und schmerzte sehr. Also begab ich mich zu einer Heilerin. Ihr Name war Ingrid. Und Ingrid war 124 Jahre alt und bereits erblindet und kurz davor, den Alterstod zu sterben, als ich an ihre bescheidene kleine Hexenhütte klopfte. Die Tür öffnete sich knarrend und ein dichter Staubteppich musste von mir beiseite gewedelt werden, bis ich sie in ihrem alten Schaukelstuhl vor sich hinknarzen sah. Bevor ich etwas sagen konnte, schrie sie mich an. Ah, verlassen Sie mein Haus, Sie Schwein! Und dann stand auch schon ihr Sohn, der 88-jährige Hubert Quankelmeier, in der Tür und richtete seine Armbrust auf mich. Ich hob die Hände und schrie, oh nein, haltet inne, werter Herr, ich habe nur einen entzündeten Fußnagel. Darauf sprach er, ja, na gut, dann setzen Sie sich mal hin. Und mit seinen großen Pranken holt er eine riesige Schere aus seinem Scherenschrank und schnitt mir den kompletten Zeh ab. Das war sehr schmerzhaft und dann hat er diesen Zeh vor meinen Augen gegessen und fiel alsbald tot um. Und als ich ihn beerdigt hatte, da drehte ich mich um und auf einmal stand er wieder neben mir. Ich schwöre es bei Gott, dieselbe Person. Und schaute mich schaurig an und lachte aus voller Kehle und ich rannte um mein Leben und... Kommt zum Ende. Und dann war das Ende da. Oh, der König ist direkt auch hier. Was passiert hier? Oh nein, wie schade, dass auf einmal plötzlich Leute auftauchen, die eure wahnsinnig, wahnsinnig spannende Geschichte unterbrechen, die ich gerne noch lange, lange weiter gehört hätte. Hallo, Grüße, Volk von Rustalot. Jubel! Eure Majestät! Jubel, hat die Wahl zum Bürgermeister abspielen. Eure Hoheitlichkeit, die Flatterbär. Es ist eine Wahl statt? Moment. Ich dachte, ihr seid der Bürgermeister. Welche neue Sitte? Ich meine, ja, ich... Wer ist denn wahlberechtigt? Wahrscheinlich nur der König. Vermutlich. Was ja, seine Majestät. Der Herr von Weber Ihnen, sei gegrüßt. Und wer steht zur Wahl? Ich habe ihn doch gar nicht in der Taverne gesehen. Jetzt ist die Wahl. Ja, meine Verwandtschaft ist dafür ja viel dort, nicht wahr? Ja, das ist korrekt. Wer wird dann nun gewählt? Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Ich wahrscheinlich gleich. Von wem wird er denn erwählt? Von König? Natürlich. Ja, könntest du mir doch mal wahrscheinlich per Akklamation. Widerlich. Wir werden den neuen Bürgermeister hier bejubeln, wie es sich gehört. Hab Dank. Das klingt sehr demokratisch und nachvollziehbar. Bürgermeister aus. Ja, und wir bejubeln ihn. Und dann ist er gewählt. Ja. Oh, eine Wahl in Rustalot, dass ich das noch erleben darf. Ja, es ist halt nur eine Stimme, die Stimme des Königs. Das ist aber eine tolle Wahl. Korrekt. Aber auf jeden Fall ein historischer Moment. Gut, dass wir hier sind. Astiwald, wo seid ihr eigentlich? Ich bin verarscht, wenn euch irgendjemand erzählt hat, ihr seid der Bürgermeister. Ja, gestimmt ist ab. Abgestimmt. Astiwald, was machst du hier? Noch ein Axt, Bruder. Ihnen. Stellt sich der Astiwald nochmal auf? Ah. Astiwald, sehr gut. Ja, wir wohnen hier gerade einen großen historischen Moment bei. Dein erster... Bürgermeister. Heute, super. Chronistischer... Das Bier ballert. Moment. Ach, unser König. Das Bier, es ballert. Ich bin nur der Prinz, Entschuldigung. So, aber was geschieht jetzt hier nun? Wollen wir mal nachsehen? Wir haben die Abstimmung dort unten abzuhalten. Ah. Ich werde mich nun nach unten bequemen. Ach so. Ach. Oh, oh, gut, dass wir hier sind. Das war mein Fanny, der war oben. Oh, 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 ich hab gedacht, ich mein Weg. Ja. Hallo. Ja. Braucht euch nicht vor Rangerius von Weberlichingen zu verbeugen. Alles gut. Wie macht man noch mal Notes? Lange lebe der König! Lang lebe der König! Ist der König auch Bürgermeister geworden? Was war nochmal das Immo? Hat der König Bauchschmerzen? Nee. Ich kann ihn heilen. Ich habe keine Bauchschmerzen. Wow. Noch nicht, obwohl dieser erste Tag bisher schon sehr, sehr anstrengend war. Die Bauchschmerzen, sie bahnen sich gar an. Jawohl. Wer ist denn
wer ist denn nun Bürgermeister? Wen können wir bejubeln? Noch niemand. Dies wird sich nun herausstellen. Gorkenstein, ich übergebe an euch. Eure Majestät, wie sieht es denn aus mit dem Hause Flatterberg? Hat euer Diener etwas in Erfahrung bringen können? Hm? Hause Flatterberg. Alle Kandidaten mögen vortreten. Ah. Wer jetzt nicht vortritt, der möge für immer zurücktreten. Bitte alle Kandidaten zur Bürgermeisterwahl vortreten auf die Stufen. Ja, ich sehe dich da. Erwähnten wir, dass Grundvoraussetzung ein Adelstitel ist? Tritt vor. Ich gehe schon, ich sehe dich. Ah, ich habe hier eine... Ich habe jetzt noch einen kleinen Brief von der königlichen Verwaltungsstelle. Sehr geehrte Frau Tettes Pferdefuß, nach eingehender Beratung und sorgfältiger Prüfung aller eingereichten Kandidaturen für die anstehende Bürgermeisterwahl müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden kann. Während wir die Initiative jedes Bürgers, sich für das Wohl der Gemeinschaft engagieren zu wollen, grundsätzlich begrüßen, gibt es gewisse unkonventionelle Aspekte in Ihrem Vorhaben, die uns zu dieser Entscheidung geführt haben. Es mag Ihnen vielleicht entgegnet sein, dass die Tradition und ungeschriebene Regeln des Wahlprozesses eine Erfahrung, Adelstitel ist hervorragend. Adelstitel ist notwendig, so Kleinigkeit, ja, mit freundlichen Grüßen die königliche Verwahrungsstelle, Prüfungsstelle, so. Schön formuliert. Ah, so war das. Hört. Ja, ja, so, ein Adelstitel ist wichtig. Jede Kandidaten ein. Ich sehe Herrn Rangerius von Weberlichingen. Es ist Ihnen eine Ehre. Da ist er. Du schaffst das! Dann haben wir den Kandidaten Nikodeus von Flatterberg. Hallo. Dann Wilbert von, wie war Ihr Name? Mein Name ist Wilbald Erben von Bohmhoff. Wilbald, natürlich. Natürlich hat sich der Hofner eingefunden, um ein Lied zu singen über den Bürgermeister, nachdem dieser gewählt wurde. Nun, jener steht nicht zur Wahl? Geh in die Masse. König. Natürlich nicht. Ist er denn adelig? Natürlich ist er nicht adelig! Oh, den hätte ich aber gewählt. Das ist so lustig aus. Was ist denn? Da lacht doch die heutige Bürgermeisterwahl soll entschieden werden. Die heutige Bürgermeisterwahl soll entschieden werden in einem Beleidigungsduell. Großartig, großartig. Und wen sollen Sie beleidigen? Ein Beleidigungsduell. Das kannst du. Nun, falls es das Volk stimmt ab. Der Empfänger ist, würde ich diese Aufgabe annehmen. Ich würde alle Beleidigungen in Empfang nehmen. Ich meine, ich bin die Person, die es dann verdient hätte, beleidigt zu werden, weil ich nur ein Diener der Diener der Dienerschaft bin. Richtig. Astibald, das unterstütze ich. Nun, so entscheide ich in meiner königlichen Willkür, dass wir dabei bleiben, dass die Kandidaten sich alle gegenseitig beleidigen und zusätzlich in einer Bonusrunde auch noch Astibald beleidigen sollen. Juche, frohlocket! Jubel! Wohl gesprochen! Mauritius. Aufgrund von mangelnder Geduld wird es ein ganz simples K.O.-System geben. Jene, die sich beleidigen und vortreten, die fangen an. Zwei Kandidaten zum Start. Wer möchte? Nikodeus von Flatterberg und Rangerius. Natürlich. In Runde 1. Der Verlierer scheidet aus. Auf das Wort des Königs geht es los. Moment, schreien wir uns gegenseitig die Beleidigungen ins Gesicht oder einer nach dem anderen? Natürlich einer nach der dem Reihe anderen. Nach. Ich würde es gut finden, wenn die Beleidigungen tricky wären vielleicht. Ich kriege ein bisschen Raffinesse. Leget los. Der Mann mit der blonden Tolle fange er an. So beginnen Sie. Danke, mein König. Also, Herr Rangerius von Weberlichingen, wie ich mitbekommen habe, haben Sie ein ziemlich starkes Alkoholproblem und schaffen es ja nicht mal, irgendetwas in sich zu behalten, was annäherndweise Nahrung ist, ohne es gleich wieder auszukotzen. Dies scheint mir keine Beleidigung, sondern ein Fakt zu sein. Da geht noch mehr. Oh Gott. Sie haben Mundgeruch vom Übergeben. Das war
Also mir hat sich dieser Rangerius vorgestellt, falls ich das mal erwähnen darf. Rangerius, so trage er nun seine Beleidigung vor. Dies ist relativ einfach, Nikodeus. Wie mir zu Ohren kam, mag die Familie von Flatterberg ihren verstoßenen Astibald viel lieber als den Nikodeus. Was an sich schon eine ganz schöne Beleidigung ist. Wow. Astibald. Oh nein. Sogar ich schlimm. Wahrlich, wahrlich. Nun, war's dies? Ich bin dezent, Eure Majestät, unterfällt. Drei Runden vorschlagen, um den Gewinner zu ermitteln. Kann sich denn hier nicht zurückhalten? Die, Rangerius, ich habe euch eine Stärkung hingeworfen. Die Voraussetzung für die nächste Runde ist mehr Vulgarität. Ist leer. Das ist auch gut, so konzentrier dich, danach bekommst du was. Nikodeus, beginne er. Danke, Eure Hoheit. Viele Antworten kann man nicht erwarten, da dieser Mann einen Zustand hat von einer leeren Weinflasche. Also viel Luft. Danke für die Erklärung. Der hat schlecht gefruchtet. Das war ja äußerst vulgär. Das war weder vulgär noch Bürgermeister. Das war keine Beleidigung. Letztes Jahr flog bei so einer Darbietung noch Dung. Richtig. Dung. Dung. Nun, Dung. Dann wird es Vulgarität verlangt. Rangerius, ihr seid am Zug. Heute lief ich durch die Stadt und habe gesehen, wie einige Menschen auf einem Schwein ritten. Danach erkannte ich, dass es euer Weib war und das ganze Dorf über sie herfiel. Doch schienen sie mir das Ziel zu verfehlen. Ihr beleidigt das Weib des Mannes und nicht den Mann selber. Darf ich mich im Namen meines Gottes wehren, Herr König? Meinetwegen, wenn es der Belustigung des Volkes dient. Mit Hirn so klein wie eine Erbse, du Narr, stolperst herum wie ein tollpatschiger Schar. Dein Mut gleicht einem winzigen Funken, ein armseliger Narr im Kopf voller Stunken. Deine List gleicht einem Teller ohne Brot, ein armseliger Wicht von Dummheit und Not. Sie soll Bürgermeister werden! Wir haben uns mal Bürgermeisterin! Das klingt doch Bürgermeisterin! Also nach diesem Maßstab würde sie einen besseren Bürgermeister abgeben als ihr Mann. Eine Bürgermeisterin! Nicht schlecht! Ja! Flatterbergs haben es doch schon immer mit den Tieren! Ganz gut, aber warum? Es ist ja wohl wirklich, wieso braucht er Hilfe? Ich habe nur meine Ehre verteidigt! Nun, das hat eure Frau sehr gut für euch geregelt. Ich bin eine starke Frau. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, als ich eben an ihrem Haus vorbeigegangen ist, war ich mir nicht sicher, ob es der Fischstand war oder ob es doch ihr Haus war. So denn, wir treten in die letzte Runde, die alles entscheidende und einzig entscheidende letzte Runde, und es wurde vom König der Wunsch maximaler Vulgarität geäußert. Ein weißer König, Jubel! Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob sie das können. Ist immer gut, Jubel! Ja, der König! Juhu! Yeah! Waren das die Worte meines Kontrahenten, was ich hier gehört habe? Oder was grunzt hier so die ganze Zeit? Oder sitzt er da auf dem Boden? Ist er das? Nein. Rangerius? Rangerius, bist du das hier? Hat der Mann gerade den Code aufgesammelt vom Boden? Der Mann hat gerade den Code aufgesammelt. Was tut der Mann dort? Der möchte gern Bürgermeister wütend in der Scheiße. Er ist unlustig. Pöbel! Nun, ich kann es aber durchaus verstehen, mein König. Ich habe vorhin bei den von Flatterberg gegessen und da ist dieser Kothaufen durchaus das Normale auf dem Tische. Das muss man sagen. Er hat Kot gesagt. Wer der bessere Bruder ist. Ich wurde von ein paar. Das geht ganz schön lange. Ist nicht so gut.
Ach, die Sau hier ist aber, die schiebt dich auf die Seite. Boah. So, denn, schon? Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen ab, wie es sich gebührt, mit Ruhe! Zurück mit dem Schwein. Soll die das oder hören ich das? Ab mit Ruhe. Wir stimmen ab mit einem Applaus und einem tobenden Geschrei für den Sieger. Und wir gucken einfach mal, was für wen hier zusammenkommt. Wir fangen an mit Nikodeus von Flatterberg. Großartig, großartig, ja. Wow. Guter Klatsch für dich, wie ich höre. Bürgermeister. Ja. Wir wollen ihn lachen. Wir fahren fort mit Rangerius von Weberlichingen. Professor! Rangerius! Wunderbar! So lustig! Flatterberg! Alkohol macht lustig! Die Runde ist entschieden. Herr von Flatterberg, es tut mir leid, aber Sie sind in dieser Runde ausgeschieden. Ach, welch ein Jammer. Zurück in den Schweinestall. Oder sind wir vorbei mit den Beleidigungen? Entschuldigung, sonst. Also, der kommt mir nicht in meinen Schweinestall. Ja, ohne Flatterberg ist ohne Astibald klar, ne? Nun, Astibald hätte es besser gemacht, aber naja. Astibald hätte es besser gemacht, ja. Ich habe ihn in der Post gesehen, das letzte Mal. So soll nun unfairerweise Wilbald Erben antreten gegen Rangerius, der schon eine Runde bestreiten musste. Wilbald noch nicht. So leget los. Ich vertreffe ein gerechtes System. Dafür dürft ihr anfangen, Wilbald. Natürlich darf ich anfangen. Beim Schweinerennen sitze ich auf deinem Rücken. Okay. Ja, war das die Beleidigung? Was? War das schon? Wilbald! Großartig, großartig. Vorher schon gebracht. Das war nicht mal kreativ. Meine Schweine sind schneller. Das war unlustig. Aber was passiert hier? So, fahrt fort. Mach, bin ich nun? Okay. Rangerius. Er ist am Zuge nun. Nun, auf diesen wunderbaren Schweinewitz, da fällt mir nahezu gar nichts ein, da ich den vorher schon einmal gebracht habe. Aber es ist ja auch gar kein Problem. Wessen Mutter eine Dirne ist, da kann man noch gar nichts anderes zu sagen. Denn genau so kommt ihr rüber wie ein billiger Pöbelanhänger. Oh, wir beleidigen unsere Mütter. Okay, wir bringen also unsere Mütter ins Spiel, was? Eine Sekunde. Ja, bringt sie alle mit ins Spiel. Geht er jetzt seine Mutter holen? Mehr Mütter. Er hat seine Mutter geholt. Er reitet auf seiner Mutter. Stolz. Oh, ist das seine Mutter? Oh, das ist mein Pferd. Es heißt Weberlichingens Mutter. Und ihr dürft alle auf ihr reiten. So mag ich doch einfach mal streicheln. Sehr unlustig. Ekelhaft. Ekelhaft. Hatten wir nicht festgelegt, dass man sich gegenseitig beleidigt? Alkohol. Ich soll nur zwei Runden haben, um das hier ein wenig zu verkürzen. Nun, können wir das was Pferd ist eure hier Antwort entfernen? Darauf, Rangerius? Er reitet mich über. Er reitet so nach. Sperrt euch Nacht und Winter, es ist ein auf der Mutter. Ich bin also für Frau meine Mutter von Flatterberg. Oh, da hinten. Meine Frau. Was? Jetzt hat er deine Frau verloren. Rangerius. Ja. Jetzt nochmal, du schaffst das. Wir glauben an dich, Rangerius. Brauchst was zu trinken hier, komm. Meine Frau hat mich genommen, obwohl ich ein elendiger Säufer bin und ihr seid weiterhin Single. Was soll das wohl bedeuten über sie? Oh mein Gott! Du hast mich gleich
gleichzeitig mit beleidigt. Es war ein notwendiges Übel. Das war schon gut so. Also die Hingabe muss man schon irgendwie zu würdigen wissen. Diese zwei Runden sollen ausreichen. Es wird nun abgestimmt. Wer hier der Anwesenden ist für Wilbald von Erben von Hoff? Wer ich fand beide Beleidigungen sehr schlecht. Ah, das Pferd war schon gut. Bravo! Ja, das sind Pferde. Ja, super. Ja, jawohl! Pferd, ja, das Pferd. Ja, das Pferd. Ja, das Pferd. Wilbald. Ja, ja. Nun denn. Wer der Anwesende hier ist denkt dafür, daran, dass Wilbald Rangerius dieses Duell gewonnen hat? No, ja, Rangerius! Weberlichingen, Kreativität, ja. Schlagfertigkeit und Säuferei. Was will man mehr an einem Bürgermeister? Ist wieder der Ach, Mauritius. Vielleicht jetzt sollten wir die Sippschaft des Kandidaten nicht mit jubeln lassen, Herr König. Natürlich. Nun besser als Bumhoff, nicht wahr? Starker Samen muss Vorteile bringen. Okay. Äußerst eindeutig geht auch dieses Duell an Rangerius. Rangerius, ich bin so stolz auf dich. Das ist doch jetzt. Ja, Meister. Hallo. Aber er hat den Pöbel beleidigt. Mike, still vom Schwallereien. Er hat den Pöbel beleidigt. Richtig. Rangerius hat den Pöbel beleidigt. Der kann doch nicht Bürgermeister werden. Den dafür, dass die Menschen hier nicht hinter uns. Er sorgt erstmal für Ordnung hier. Ruhe, verdammt. So. Da nun Rangerius alle Duelle hier für sich entschieden hat bei diesem Kampf um den Bürgermeistertitel, ich jedoch äußerst gelangweilt war von diesen äußerst langweiligen Beleidigungen, entscheide ich in meiner ganzen königlichen Willkür, dass es eine Bonusrunde gibt und Rangerius noch gegen den allseits beliebten Astibald von Flatterberg antreten muss. Oh, Bonusrunde! Oh mein das Gott, Astibald! Astibald! Mein Assistent für Bürgermeister. Ausfried, Ausfried. Herr, der bei sich bei uns einkleiden hat lassen. Und danach teilt das Königshaus in der Taverne für jeden Bier. Eine einzige Runde entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. So strenget euch an. Kann Astibald denn Assistent und Bürgermeister sein? Wollte nur eigentlich Empfänger sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das dient nur zur Belustigung. Mein Assistent. Ich verliere meinen Assistent. Ich warnte euch, dass auf ihn kein Verlass ist. Nun. Korkenstein, so leitet hier ein, dass es losgehe. So denn, Rangerius, euch gebührt die Ehre. Ah, ja, wie nett. Nun, ich sehe, man hat euch im Käfig hängen lassen. So wie eure Familie euch hat hängen lassen. Oh. Strong. Let's go. Armbrustbolzen abgeschossen. Der arme Astibald, vielleicht sollten wir ihn direkt wählen. Aus Mitleid? Aus Mitleid? Ja. Nun, was ist eure Antwort? Was ist euer Konter? Ich muss zugeben, dass es keinen gibt. Das, was hier gerade gesagt wurde, stimmt. Ich habe euch hängen lassen. Jeden Einzelnen. Und ich hätte es niemals verdient, auch nur ansatzweise Teil der Entscheidung zu sein, wenn es um die neuesten Bürgermeisterwahlen geht. Ich bin ein Schwein und ihr seid alle meine Meister. Oink, oink. Oh, wie er nur ans Volk denkt. Nein, er will Mitleid. Hast du selbst billiger Versuch. Er ist halt einfach ein großer Redner. Wow. Den König Befehl missachtet. Es ist existiert auch, ist das nicht Beleidigung genug? Er ignoriert eure Befehle schon wieder. Das war eine multidimensionale Beleidigung. Er dreht euch den Rücken zu. Stimmt doch, als Well. Philosoph. Nun denn, um diese Farce hier zu einem Ende zu bringen, entscheide ich nun letztendlich final darüber, wer den Titel des Bürgermeisters innehaben soll. Dies kann natürlich niemand Geringeres sein als Wilbald Erbenspferd, welche die Mutter von Weberlichingen ist, was wiederum Rangerius zum Bürgermeister macht. Ja! Was? Moment. Ja! Hallo! Ja! Let's go!
Ein Poet der Beleidigung. Assibald, seid nicht traurig. Rangirius von Weberlichingen ernenne ich euch zum Bürgermeister von Rastalot. Das kann ja nur gut gehen. Das ist das Beste, was euch passieren konnte. Viele Subventionen für die Kaverne in der Zukunft dieser Stadt. Bürgermeister gibt aus. Ja, mehr Feier! So, was für ein König beendet die Runde, bevor ich wieder mehr Luft zum Atmen entstehe. So gütig. Ich verstehe kein Wort. Plündert die Stadtkasse. Treibt den Pöbel auseinander. Zu Befehl. Mein Geld zurückholen. Gehen. Das war ein teurer Wahlkampf, der nicht. Assibald hat jetzt enttäuscht. Ich bin zum Ziel geführt hat. König wird wissen, was er tut. Dankeschön. Das hast du gut gemacht. Guck mal hinter die Versammlung ist aufgelöst. Auseinander. In Ordnung. Ja, ich habe ja aber noch. Muss ich eigentlich alle, die ich bestochen habe, muss ich jetzt aufsuchen und dementsprechend. Assibald, wo seid ihr? Konsequenzen ziehen. Wunderbar. Wo ist denn der Bote? So viel Geld aufgewendet. Ja. Oh, mein Vater. Ja, von Weberlichingen. Das war doch wieder ein durchtriebenes Spiel, was sie da gespielt haben. Es ist so großartig. Ich habe buchstäblich nichts gemacht und trotzdem habt ihr gegen das niederste Mitglied meines Hauses verloren, Brumhoff. Das muss man auch erst einmal hinkriegen. Selbst der versoffenste Weberlichingen ist wortgewandter und klüger als ihr. Gibt es denn einen anderen Weberlichingen als den versoffenen? Kommt immer wieder. Es ist mir eine Ehre, dass du mich als das niedrigste Mitglied dieser Dynastie bezeichnest. Nun, aber selbst das Niedrigste ist ja immer noch über allen anderen Dynastien, nicht wahr? Ja, ich glaube, er will bald den Titel abgeben, nicht wahr? Wie viel gibt's von Ihnen eigentlich mittlerweile? Viele. Wir sind wie Hasen, wir vermehren uns dauernd. Da ist man einmal 2 Monate im Urlaub und schon ploppen 7 neue von Ihnen. Heraus. Ja, während ihr immer noch nicht mal ein Eheweib gefunden habt, nach 3 Staffeleien, sehe ich das richtig. Naja, was soll ich sagen? Meine einzig wahre Liebe. Die haben sie mir ja geraubt, was? Der von Weberlichingen. Ja, für wahr. Aber wissen Sie was? So leicht gebe ich nicht auf. Sie können sich darauf verlassen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Herzliche Glückwünsche, ich mache mir keine Sorgen. Rangirius. Ich müsste erst mal an Rangirius vorbei, nicht wahr? Bürgermeister Rangirius von Weberlichingen, wenn ich bitten darf. Sehr gerne. So, ich muss nun weiter. Ich habe noch etwas im Rathaus zu klären. Sicherlich. Viel Spaß. Ja. Wo ist denn Astibald? Der hat noch den Brief. Nein, Stein, so, Valikus, ich habe den Brief. Zur Seite. Ein weiterer Anlauf, Bürgermeister zu werden, ist gescheitert. Aber das sind wir ja gewohnt. Es ist ja nicht so, dass wir uns davon. Hier. Herr Walschrick, ich habe den Brief, keine Sorge. Ah, okay. Na dann ist er das. Er darf Astibald nicht anvertrauen. Oder was gute Geschäfte. Nur möchte der? Hier ist doch die Kneipe, oder? Leer. Ah ja, ist noch die Kneipe. Warum haben wir denn schon wieder einen Honig? Entschuldigung. Das ist die Gärte. Die ist wohl gut. Ich hätte gern ein Bier. Ja, das ist das besteste Huhn. Ja, sie braucht auch keinen Stall. Sie ist ganz lieb und nett. Weißt du, Herr Greifenberg davon? Ja. Das weiß ich nicht. Bin gerade erst reingekommen. Was ist denn? Wir haben schon wieder hier einen Huhn drin. Was ist denn immer mit diesem Huhn los? Gibt's hier Bier oder ist das hier keine Wirtsstube? Ja, natürlich gibt's hier Bier. Ich hätte gern Bier. War ehrlich. Ich voll überlegt. Ich hab gerade die Bürgermeisterwahl was? Ja, auf ein Wort, ja, das mit dem Plakat, das ist, es hat sich ja jetzt dann wahrscheinlich erledigt. Naja, werte Frau Hase. 5 Taler? Wenn ich Bürgermeister wäre, wären es deutlich weniger. Warten Sie. Ja, Weberlichingen, richtig, ja. Ach Mensch, wir nehmen den Tisch da ganz hinten rechts. Was möchtest du, ein normales Beet?
Ah. Vielen Dank. So. Guten Durst. Werte Frau Haseltraut, diese Katastrophe, die sich hier gerade vor aller Augen entfaltet hat, die wäre abzuwenden gewesen. Hätten Sie früher Ihr Plakat produziert? Ja, das Problem an diesem Plakat war, dass ich den Hofmaler finden musste. Und bis ich den gefunden habe, der sehr mysteriös war, wurde mir gesagt, dass das Ganze 400 bis 450 Taler kosten soll. Ja, das ist es doch wert, die Zukunft dieses Dorfes. Das ist doch Peanuts, die hole ich mir doch aus dem Stadtsäckel sofort zurück. Jetzt haben wir den Salat, jetzt ist die alte Schnapsdrossel auf dem Bürgermeisterthron. So 10 Taler würde ich schon gerne dafür. Lässt sich da nichts mehr ändern? Ei. Naja, sie könnten ihn verführen und ermorden. Sie können ja auch 10 Gerichte mit dem einen Ei herstellen, ne? 10-mal Frühstück. Wir können wir einmal ganz kurz in diese Richtung? Ich verstehe sie so schlecht. Ja, und dann legen sie noch einen... So, wie ist der Plan? Wie kann ich sie unterstützen? Ich glaube, ich befürchte, der Plan muss hohe Gewalt beinhalten. Ja, also... hohe Gewalt. Was stellen Sie sich vor? Folgendes. Sie, lassen sich von dem Bürgermeister scheinbar verführen und dann rennen sie schreiend aus seinen Gemächern und unterstellen ihm schlimme Dinge. Und dann werden wir einige Zeugen bezahlen, die das bezeugen können. Und dann ist der Rufmord komplett und es muss eine neue Wahl stattfinden. Das ist wirklich Bürgermeister verführen, Rufmord. Ja, Rufmord. Ich gebe mir mal wieder Mühe, das zu bewerkstelligen. Ja, sehr gut. Das finde ich gut. Sie kennen sich doch sicherlich in amorösen Fragen aus. Sie müssen ihm einfach schöne Augen machen und dann lädt er sie ein. Und dann rennen sie schreiend raus. Ja, die Leute kennen. Gut. Sie müssen sich vorher überlegen, was sie ihm vorwerfen. Irgendwas sehr Niederträchtiges, was selbst für einen Weberlichen überraschend niederträchtig erscheint. Sie es wünschen und nun, gut. Ich werde mich um das Volk geben. Ich werde mir da was ausdenken. Hauptsache, Sie werden Bürgermeister, Willwald. Daran müssen wir arbeiten. Zum Wohle dieser Stadt. Ja. Ein Hühnchen. Ja. Kommt doch alle rein. Ja, das ist die gute Gerte. Gewöhn dich dran. Gut, wir sprechen uns nach getaner Tat. Da habe ich auch etwas Gold für Sie. Für die Zukunft, sehr gut, sehr Lord. Gut. Bleiben Sie gesund. Bis morgen, denn. Bis morgen. Ist das überhaupt Bier? Hallo, Bruder. So, jetzt ist es Nacht. Dann sind eigentlich die Server offen bis 23 Uhr, glaube ich, oder? Wir gehen zum Greifenhorst hier. Der Gewohnheit wegen. Verstehe. Das wollte ich auch sagen. Aber sie haben umgebaut auch. Ich finde das sehr schön, das Etablissement. Ach, komplett renoviert. Ich bin ganz begeistert. Richtig. Ups. Zieherin. Damit sollte man nicht spaßen. Nein. Es gibt sowas wie Black Friday, da rennen alle in so Läden rein, aber ich glaube, es ist was anderes. Wir reiten mal nach Hause. Wenn Maurice eine Tochter hat, kannst du versuchen, die zu ehelichen. Ja, das stimmt. Dann bin ich ja im Hause. Oh Gott, dann bin ich ja bei den Weberlichingens eingeheiratet. Nee, das geht natürlich nicht. Oh Gott. Kann ich hier reinreiten? Oh ja. Huch. So, ich guck erstmal, was wir hier noch haben. Haben wir noch Essen oder so hier in diesen Kisten? Ist hier sowas wie eine Küche? Alle Kisten, ja, wir haben nichts zu essen. Sollen wir was kaufen? Was ist hier noch? Oh. Ach, das ist hier lustig. Da schwimmt eine kleine Kackwurst drin.
Ah, hier ist Essen. Hammer, okay. Sehr gut. Wie kann ich jetzt meinem Pferd was geben? Warte mal. Kann ich dem das einfach so vor die Füße schmeißen? Ah ja. Ah, das funktioniert sogar. 22. Ah, okay, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Weil essen muss man ja. Ich weiß nicht, ob man sterben kann, aber... Das Essen muss man ja. Ansonsten sind die alle leer, die Sachen. Ja, der Server wird auch bald zugemacht. Und zwar... 23 Uhr. Essen neben dem Klo, ja, das ist ja normal. Du hast ja eh mitbekommen, dass die eine Prinzessin nach Liebe sucht. Du heiratest die Prinzessin und bist höher gestellt als der Bürgermeister. Oh ja, das ist natürlich auch eine Option. Das könnte man auch machen. Aber was machen wir jetzt noch? Wenn wir jetzt noch irgendeine Story voranbringen oder gehen jetzt eh alle erstmal ins Bett. Mein Pferd bleibt zu Hause. Das wird mir nur geklaut. Kundschaft! Carolina Kundschaft! Hallo Prinzessin. Hallo. Genau. Da ist das die Prinzessin auf der Suche nach Liebe? Kein Problem. Ich glaube, ihr seid dann erstes. Der rennt schon wieder. Hast du Dragonia gesehen? So, wo ist jetzt die Party? Es hat euch gut gestuhlt, sag ich jetzt mal. Es hat wunderbar gestuhlt. Ich fühle mich so erleichtert. Ein Weinchen. Ja, stell dir vor, oh, sehr schnittig aus jetzt. Sollen wir ein Weinchen? Erstmal. Guten Abend, mein Name ist Julian. Wie ist es dir im letzten Jahr ergangen? Hauses Hasslinger. Ich bin heute erst angekommen. Ich bin weit gereist vom Festland, um meinen Herrn und Meister zu unterstützen. Dann herzlich willkommen. Und die Dame? Ja, guten Abend, Herr Greifenhagen. Also ich hätte gerne einen. Sie haben keinen Namen, ne? Auf dieser Stimme der Weberlichingen. Jawohl. Mehr bleibt uns wohl. Frau Stahlkopf. Seid gegrüßt. Ich bin nicht betrunken oder so. Aber ich muss doch sagen, ich hätte mir bei der Bürgermeisterwahl ein bisschen mehr Unterstützung für die Rechnung der Weberlichingen haben. Ein Wein oder ein Bier? Oh, lieber Wein. Natürlich. Oh, verzeihen Sie, das war nicht... Oh, da werde ich sogar eingeladen. Bitte schön. Nee, das wollte ich... Ja, wollte das eigentlich... So, aber... Ja, ich... Oh, es ist leer, ich muss mal... Aber wir können sich... Das ist doch entspannt heute. Ja. Weberlichingen geht geradeaus. Ja, ich schub mir nur mal so klein... Blabberlauf, sie sich weg... Wir haben beide gemeinsam, du hast gesungen und er hat, wie nennt man das denn nochmal? Oba! Spricht und aber trotzdem Musik macht. Ich brauche noch ein Bier hier. Weil Bier ist richtig, genau, ja, leer. Ja, und das war wirklich, also ich bitteschön. Bin ich aufgewacht und hab gemerkt, ach, ich träume wirklich. Ich muss dir bezahlen. Es war auf jeden Fall sehr schön. Also, es hat sich ja, bitte. Gehört, ihr zwei zusammen. Ah, ein Bier, denke ich mal. Ja, gibst du mir da was? Ja. Mein Bart ist plötzlich kurz. Ich dachte eigentlich, der wäre noch lang, aber er ist jetzt kurz. Alexander. Sie müssen auch vielleicht etwas lauter sprechen, falls Sie das gerade versucht haben. Ich kann... Ja, ich verstehe schon. Gehen Sie, setzen Sie sich hin und trinken Sie das Bier. Ja, ja. Mein Name.
dann viele der Ladies, die sagen, Mensch, guck mal, der alte, nette Mann. Ich werde ganz anders. Frag mich tatsächlich auch, wo stirbt Friedrich? Ich bin Haseltraut von Rudi Taverne. So, eine sehr hübsche Dame, gut gekleidet, kann sich benehmen und spricht auch sehr vorzüglich. Ja, das habe ich von Jan. Wir gehen jetzt zum Bürgermeister. Und suchen Streit. Das weg! Versiegeln, den ihr ja in eurer Obhut habt, dass auch ihr Zeuge seid. Aber der König weiß ja ohnehin Bescheid. Von daher Herr ist es sicher unbedenklich. Herr von Weberlichen, den habe ich doch natürlich auch schon versiegelt. Ach, großartig! Nun denn, ich reite nun von dannen. Bitte macht mir Platz, Mauritius. Danke. Eure Majestät, ich denke, wir werden uns am heutigen Tage nicht mehr sehen. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, jede Sekunde eurer Präsenz zu genießen. Und ich werde dem König von Ferdalot für euch in die Suppe spucken, wie ihm noch nie in die Suppe gespuckt wurde. Ich verlasse mich darauf. Mauritius, auf dann. Weikirch. Macht unserem Königreich Ehre. In der Ferne, in Ferdalot. Weikirch, ich muss dir sprechen. Diese Wahl, die war doch von vornherein ein abgekartetes Spiel. Die Weberlichigens breiten sich hier aus wie eine Rattenplage. Kommen Sie jetzt mal mit, Sie sind hier betrunken. Kommen Sie jetzt mal auf. Sie sehen aus. Nehmen Sie mit den Mann. Was redet dieser Bull? Sprechen. Sie alle haben es reden. Sie haben es alle gesehen, es da draußen, diese Weberlichigens. Überall waren sie da draußen. Ja, und natürlich. Diese ganze Wahl, das war alles ein abgekartetes Spiel, Herr König. Das ist alles eine Intrige. Verkatert scheint ihr mir morgen natürlich zu sein, so wie ihr dort bechert, mein Freund. Ach was, das ist so ein kleiner Schluck, hier ist überhaupt nichts passiert. Aber diese Weberlichen, da müssen sie aufpassen, mein König. Sie rütteln an ihrem Thron. Üble Nachrede! Ich werde mir eure Worte natürlich zu Herzen nehmen, doch nun tretet mir bitte aus dem Gesicht. Ja, Weltkönig. Was wollt denn ihr? Lieber aus dem Weg. Nun könnt ihr den Mann abführen. Oh! Ich hätte jetzt nie gemacht. Stell jetzt! Bleib still! Ich nehm sie jetzt mit. So. Kommen Sie jetzt mit. Sie kommen jetzt in den Knast. Lassen Sie mich los! Kommen Sie jetzt mit. Sie wissen, wo ich, wer ich bin. Bringen Sie mich jetzt sofort nach Hause. Ich will noch Käse essen zum Abendbrot. Gefängnis! Wie will Gefängnis! Wenn ich wieder der Bürgermeister bin, dann werde ich Sie aber dementsprechend zur Rechenschaft ziehen, Sie mieses Schwein. Lassen Sie mich sofort gehen. Was ist das? Bringen Sie mir gefälligst noch ein Bier. Ach hier. Das ist verdammt dunkel hier. Zelle. Was? Wer sind denn Sie? Achso, ich dachte, Sie würden hier mit mir zusammen sein. Können Sie mir so mein Pferd sagen, ich komme heute später nach Hause? Ich sag Ihrem Pferd, dass Sie heute später nach Hause kommen. Der soll sich keine Gedanken machen. Sie müssen jetzt schlafen. Sie müssen schlafen. Sie sind schwer alkoholisiert. Und wenn Sie mir noch eine Käseplatte reinreichen können. Nein, ich geb ihn für Vitamine hier. Manno, für Vitamine. Das ist sehr nett von Ihnen. Wie ist denn Ihr Name? Wenn ich hier raus bin. Ich bin Ulrich. Der Leiter der Dorfwache. Ulrich, Sie sind ein Guter. Wenn ich hier rauskomme, was halten Sie davon, wenn wir nicht beide. Ich kann Scheiße labern vom König. Sie und ich zusammen. Nicht aufpassen, der hängt Sie. Ja, der hat mich hängen lassen, da hat er mich bei der Bürgermeisterwahl, hat er von diesen Weberlichen dieses Gesocks. Ja, das war eine abgekartete Geschichte, Sie. Ulrich, Sie sind schwer in Ordnung. Wenn ich hier raus bin, dann würde ich sagen, Sie und ich, wir können zusammen mal ein Leben gehen. Ulrich. Sie sind aber nicht
Ich verstehe schon, Sie sind ergriffen, weil ich Ihnen das jetzt angeboten hatte. Nee, ich sehe mich beim Saufen. Ich meine, beim Heben sehe ich mich, ja. Ja, wenn das. Dann kennen Sie und ich schon zusammen, so ein Lündner. Oder das ja, hier nicht. Kleinen, war. Sie ja, sind schwer in Ordnung, Ulrich. Sie können ja auch nichts dafür. Nach Hause, komm. Oh, das ist aber nett. Das ist aber. Habe ich schon alles. Ist denn schon. Können Sie mich nach Hause bringen? Ulrich, ja, kommen Sie da vorne mal mit. Rechts wohnen Sie, da vorne rechts. Was? Tschüss. Aber Ulrich, wir sind uns. Trottel. Ich bin gar nicht betrunken. Stellt sich raus, das war alles nur gespielt. Wir können uns ja direkt nochmal daneben ich nehmen. Ich habe begeistert gehört. Hab ich das Richtige? Guten Tag, Herr Duval. Händler. Was? Feuer? Feuer ist scheinbar interessanter als der König. Nun, er ist noch geblieben. Da sehen Sie. Aber ihr seid viel heiser, eure Hoheit. So sprecht. Wunderschön. Ich habe was von Geistern wahrgenommen, O Majestät. Und ich, der viele Sachen schon gesehen hat und viele schon verkauft, habe ich einen magischen Apfel. Wenn man darin hineinbeißt, sind die Geister weg. Nein, es gibt keine Geister. Nun, das klingt, also, ich bin begeistert. Ha, es war kein Geister. Davidov, gib dem Mann Geld, auf das er mir seinen magischen Apfel gebe. Ja, das macht er einmal 15 Taler. Ja. Da, bitte. Davidov, wir haben darüber geredet. Davidov, du musst die Menschen in Gold bezahlen. Das Gold ist beim Meister, eure Hoheitlichkeit. Lass das Geld vom Meister geben, du Tölpel! Natürlich. Wie sollst du mir denn dienen als ordentlicher Diener, wenn du nicht mal über Finanzen verfügst? Ja, mein König, da habe ich ihr was reingeschmissen, da in den Batsch. Ich muss gleich kurz sprechen. Ja, so, gebt mir jenes Objekt und lasset euch im Nachhinein bezahlen von Davidov. Ich habe doch bereits die Summe da in den Matsch geschmissen, Herr König, aus meinem Geldbeutel. Nun, dann gibt es ihr habt doch Geldbeutel in den Dreck geschmissen. Was alles, Sevenus, lass uns aufbrechen. Ich glaube, dieser Mann ist verwirrt. Ich krieg ja noch mein Geld. Dubioser Verkäufersmann, auf dann, will bald. Auf dann. Herr König, Sie passen Sie auf. Ich bin sicher, ihr könnt die Bezahlung regeln. Sie müssen aufpassen, dass die Weberlichen sich an die Krone wollen. Euer Majestät, ihr wollt was? Ich habe Ihnen doch gerade das Geld gegeben. Ich habe einen Apfel gekauft. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Dieses Schwein, ich habe Ihnen doch gerade 15 von meinen teuren Goldmützen vor die Füße geschleudert. Komm, strecken Sie Ihren Bett aus, ich schenke ihm doch was ein. Ja, aber es ist immer voll hier. So, ja, hier, bitteschön, so. Da können Sie doch ein bisschen von trinken. Oh, das ist aber sehr nett. Wie heißt du denn, mein Freund? Mein Name ist der Herr Franz Dumas. Ich bin reisender Händler, verkaufe jederzeit exotischen Stickstack, hab schon die Welt gesehen, viele Wege gesehen, Steinwege, Sandwege oder auch Waldwege, hab ich alles schon gesehen. Du verkaufst exotische Sachen, das finde ich gut. Wie wär's denn mal mit was sehr außergewöhnlich Exotischem? Etwas, was es in dieser Stadt nicht gibt, haben Sie zufällig auch Ehre zu verkaufen? Ich habe magische Bären in meinem Rucksack. Dort gibt es Bären, wenn Sie diese essen, kriegen Sie Ehre. Das klingt ja ganz ausgezeichnet. Dann müssen Sie sofort zu dem Haus von diesem neuen Bürgermeister gehen und die verkaufen Sie, weil der hat keine Ehre bleibt.
dieses Schwein. Sind Sie nicht der Gegner, der probiert hat, Bürgermeister zu werden? Ich wäre auch fast Bürgermeister geworden, wenn diese niederträchtige Drecksfamilie nicht ihre ganzen Sprösslinge versammelt hätte vor diesem Rathaus. Eine Schauveranstaltung war das von vornherein ein abgekartetes Spiel. Abgekatert würde ich das jetzt nicht nennen. Man sagt mal immer, man befürwortet den, an dem man seine meisten Vorteile hat. Schenken Sie mir doch mal lieber was von diesem wunderbaren Getränk nach. Ja, warte, ich schenke Ihnen da noch was ein. Aber so, Vorsicht. Guter Freund. Gute Freunde sind heutzutage so schwer zu finden, ne? Ganz genau. Ja. Eigentlich bin ich ja mit einer Zweiertruppe unterwegs und wir sind schon heute auf Abenteuer gegangen und haben viele Mysterien gesehen. Mysterien habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Kennen Sie magische Gegenstände außerhalb Ihres Wissens, was Ihr Gedanken sprengen könnte? Sowas gibt es da draußen und auf den bin ich auf der Suche. Oh, Vorsicht, wir werden belauscht. Haben Sie das gesehen, dieser vorwitzige Knirps? Was fällt Ihnen? Er möchte an meine Geheimnisse. Ich ziehe ihm gleich eine rüber, wenn er sich hier noch mal blicken lässt. Ach komm, ich schenke ihm noch mal eine. Kommen Sie ein bisschen runter. War doch mal voll in den Humpen hier. So jung kommen wir nicht noch mal zusammen. Ganz genau. Und wenn Sie vielleicht auch mal auf ein Abenteuer wollen, lassen Sie es mich gerne wissen. Ja, also ein Abenteuer, da sage ich doch nicht nein, ne? Also, weil heute ist zumindest mal ein teurer Abend, ne? Ist auch ein Abenteuer, wenn Sie so wollen. Ja gut, ich verdiene ja mein Geld, indem ich es ausgebe. Ja, das klingt wie ein ausgezeichnetes Konzept. Mein Freund... Richtig. So echte Freunde findet man so selten noch auf der Welt, jetzt wie Sie. Wie heißen Sie? Ich habe Ihren Namen nicht ganz verlauten können, weil der Pöbel so laut war. Ah, mein Name ist der Betrogene, der Gefallene, der in den Rücken erdolchte eigentliche Bürgermeister für diese Stadt, der durch diese niederträchtige Sippschaft von den Weberlichingens dran gehindert wurde, seinen reichhaltiges Können in dieser Stadt zur Anwendung zu bringen, auf das die Bürgerinnen und Bürger in Prosperität wachsen und gedeihen. All das ist mein Name. Ehemaliger, also eigentlicher Bürgermeister von Rastlott. Ja, yeah, das ist völlig richtig, mein Freund. Sir, was... Hallo, haben Sie vielleicht den Alchemisten Kroll gesehen? Der ist in der Taverne und dichtet sich zu. Ach, warte, was ist denn hier? Wer bist denn du? Hast du uns einen Schnaps mitgebracht oder bist du einfach so gekommen? Nee, ich hab ihm was mitgebracht. Kaltes, was sie in ihr trinken machen können. Hier, bitte, Sir. Das ist doch Kacke. Sie können mir doch nicht eine Kacke andrehen jetzt. Kacke. Das ist aber keine Kacke, Sir. Das ist wirklich. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich guck mal kurz. Das sieht aber wirklich verdächtig nach Kacke aus. Ja, es riecht auch ein bisschen danach, aber es kühlt das Getränk. Aber ich habe ja gar keine. Oh, du bist auch einer von. Habt ihr jetzt zu viel getrunken? Was? Zu wenig haben wir getrunken. Nicht. Ganz genau, viel zu wenig. Viel zu wenig. Das sieht aber nicht so aus. Wer bist du denn jetzt, dass du glaubst, dass du das beurteilen kannst? Ich sage nur das, was ich sehe, mehr auch nicht. Bist du jetzt Alkoholforscher? Hey, legen Sie sich was? Doch nicht mit dem Mann an. Haben Sie ein Problem oder so? Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Ich wollte nur nett sein, ich wollte nur höflich sein. Dann holen Sie doch mal noch ein Humpen Bier hier so rum. Wir sind auf dem Trockenen gelandet. Ah, ihr habt nichts mehr zum Trinken? Ja. Nun, vielleicht ist es auch besser so. Jetzt geht er wieder. Kommen Sie mit, ich gebe Ihnen ein aus, doch. Ja, ich bin. Komm, wir gehen rein. Du bist der einzige Freund, den ich hier so habe, ne? Alle anderen sind natürlich echt immer nett und freundlich, muss man vorangehen.
Gut, sie können ja aber hochhüpfen. Ja, mich hat gerade was gestochen. Oh, da muss man sich auch ein bisschen strecken. Ja, das ist wohl. Wo ist denn jetzt eigentlich? Die, geben Sie mir doch mal. Ich komme auf diese Einladung nochmal zurück mit dem Bier. Richtig. Und wenn Sie auf Abenteuer wollen, kommen Sie auch gerne bei mir vorbei. Ja, das mache ich. Auf geht's nach Hause. Ich wohne natürlich in der Taverne. Und da kann ich bei Ihnen als Untermieter... Händler. Oh, ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ach, erzählen Sie. Was haben Sie rausgefunden? Also, ich habe zumindest schon mal eine Fackel für Sie besorgen können. Oh, wie viel haben Sie dafür bezahlt? Das spielt keine Rolle. Ich habe sie von einem guten Freund bekommen. Und könnte sie ihn weiterverkaufen? Er meinte, wenn ich damit einen guten Preis erzielen würde, dann würde er sie mir mitgeben. Und sie könnten sie prüfen. Für wie viel möchtest du dafür? Sagen wir mal, da wir uns ja auch kennen und sie mir ja viele quasi Aufträge bereitstellen, mit denen ich ja auch teilweise mein Geld verdiene. Ich würde sagen, fairerweise machen wir 7 Rusttaler. Ach, weißt du, weil du so schnell mit dieser Aufgabe warst, kriegst du sogar 8. Oh, das ist ja zu groß. Ich hab vielen bin Dank. Gleich wieder da. Ich muss gegen Käse essen. Wir laufen mal nach Hause. Was ist denn das? What? Finde ich nach Hause in der Dunkelheit. Ich bin mir sehr sicher, dass Nikodemus einen Plan hatte, als er den Code aufgenommen hat. Er hat immer einen Plan. Ja, manches ergibt sich erst später. Jetzt haben wir eine Schatzdrossel als Bürgermeister. Großartig. Jemand, der auf den Pöbel spuckt. Haben Sie gerade gesagt, naja? Oh. Bitte? Ich meine, Sie haben ja gesagt, eben doch so besser als, naja. Ja, als, besser als Astibald, naja. Natürlich. Ja. Naja, Sie wissen ja sicherlich, dass diese abgekartete Wahl von diesen Weberlichen von vornherein alles... Komplett. Sie wissen, was ich meine. Ja, aber natürlich, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als Sie als Bürgermeister zu haben. Sie hätten das Volk mit weiser Hand geführt. Ja, wieso haben Sie sich seine Hose an? Nicht eingesetzt für diese Gerechtigkeit, die ich vertrete? Entschuldigung, mir fliegt gerade so eine Fahne vorbei. Ja, weil Sie einen Schluck haben. Komm nicht mit der Fackel zu nahe, Nikodemus, das könnte gefährlich werden. Ich hätte mich diesem Dorf mit Leib und Seele verschrieben und jetzt... Aber wir sind einen von diesen stinkenden Weberlichen da auf dem Bürgermeisterstuhl. Und Sie alle haben das mit zu verantworten. Sie sollten sich was schämen. Frau Bumhoff, wir können eine wunderschöne Zeit erleben, denn der Narr wird gerade an den Pranger gehängt. Wir können ihn mit dem Finger auf ihn zeigen und ihn auslachen und damit unseren Frust ein bisschen entfernen, ho? Und das ja, genau. Ja, da bin ich dabei, wenn ich den Finger auf andere zeigen kann. Ja, gibt's da auch was zu trinken? Können Sie uns einen Zahn zulegen? Natürlich, ich schenke es auch in der Nähe. Ich brauche dringend so... Gott, aber so ein Bürgermeister, der ist doch nicht... Wir können ihn auch mit Wein beschütten. Warum sollte man dieses kostbare Getränk dann an einen Narren verschwenden? Ach so, ja, natürlich. Ein Mensch, naja, ich sag mal, er besteht aus... Sie haben einen ganz vortrefflich eleganten Schritt drauf, werte Frau. Dankeschön. Wenn ich das mal unter uns sagen darf. Sie sind ganz heißer Feger. Welche liebliche Worte aus Ihrem Mund. Ich möchte, dass ihr euch vertragt. Da ist der Narr. Zeig mit dem Finger auf ihn. Ja. Oh, ja. Lass ihn aus! Könnt ihr das nur tun? Mehr lachen! Mir gefällt die gute Laune, die diese Menschen haben.
Er scheint ein gutes Leben zu haben und so ein langes, schönes Haar. Bernhard Eisenhower, ich bin der Schweizer. Wirklich schön. Auch euer Haar ist schön. Obwohl es kurz ist, glänzt es so schön. Tschüss, ja. Dank. Das ist ja ein tolles Erlebnis hier. Eure Haut hat noch nicht die Sonne gesehen, kann das sein? Es hat tatsächlich nicht, nein. Ich weiß, Kind wurde zu Hause unterrichtet und war auch nicht viel draußen. Aber jetzt ist mir nicht genug Lachen. Das ist mir nicht genug Lachen. Lasst nicht zu viel Sonne dran, die Haut altert so schnell und eure Haut sollte nicht alt werden. Holt mich heraus, bitte. Genau. Ihr habt die Befugnis, ihr seid der Prinz. Es wäre viel zu schade drum. Ja, aber mit eurer Haut kann man nichts machen. Kann man den dann noch Engländer? Genau, ja, und dann will ich auch keine mehr. Also, mein Prinz, soweit mir berichtet wurde, hat er bei eurer Schwester gespannert. An den Pranger gestellt worden. Bei Schwester 1 oder Schwester 2? Eins, jüngere. Wer hängt denn hier? Eingehagert. Also, ich möchte nicht sehr viel sagen, aber über einen Narren zu lachen, das ist keine Strafe. Wir sollten ihn betrauern. Da hat jemand Vasen gesprochen. Ich kleide sie ein und sorge dafür, dass sie niemals sterben werden. Wir haben noch einen Folterknecht hier. Was sagt ihr? Nicht einsam. Ich heiße Eisenhower, ich war mal. Habt ihr gehört? So foltert ihn, so foltert ihn. Aber das ist eine vertreffliche Idee. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir den Narr jetzt töten, dann haben wir alle ein schönes Nahtoderlebnis. Lasst ihn einen Finger abschneiden. Ich hätte ein Messer dabei. Lieblingsfarbe rot. Ich hab Hauer vom Schwein. Da kann ich ihn in den Po stoßen. Die Fingerkuppe einschneiden, einen Fingernagel rausziehen. Was sagt ihr? Wieso? Mein Prinz. Rote Kleidung, ich werde sie für euch zusammenlegen. Mein Prinz, soll ich den mit dem Hauer in den Po? Das klingt doch wundervoll. Sehr schön. Dann so habe ich doch Gnade, es tut mir leid. Hab Dank. Der Pöbel soll tun, was der Pöbel will. Ich danke euch. Das ist fantastisch. Eigentlich schon im Anlauf, wir hauen ihn in den Po. Was habt ihr vor? Was begehrt euch? Warum ja, haben erst wusst ihr dein Onkelchen. Nehmt Anlauf und rein. Carolina, ich glaube das nicht. Das kurze Stück ist ja reichen. Los, unhau. Oh, er war ein verdrässlicher Treffer. Oh. Fantastisch, Onkelchen. Du hast es super gemacht. Mir geht's nicht gut. Da ist ein Loch in der Hose jetzt. Ich glaube, es ist nur Der Sonibert, wissen Sie, warum er an dem Pranger steht? Ja, leider. Fantastisch. Er hat gespannt. Das geht einfach viel zu weit. Ich wollte mich vorbereiten. Das hast du super gemacht. Ah, meine Güte. Jetzt gehen wir noch kurz in die Zerbe. Auf das nächtliche Begegnung. Du siehst schon wieder. Gestalt. Wie ein Engel schweben sie über diesen Morast dieser Stadt. Okay. Ich hoffe, ich schwebe nur in ihren Gedanken und nicht in, also wegen des Getränks, also. Der Adel wieder. Ja. Das ist doch der Einsatz von euch war wundervoll dort oben. Ja, das freut mich, dass Sie das sagen. Sie sind die einzige Freundin, die ich hier im ganzen Ort habe. Sie sind eine reine Seele. Aber wer bin ich schon, als dass die Prinzessin mir gegenüber etwas über ihre nächtlichen Aktivitäten erwähnen würde? Passen Sie auf, Herr Bürgermeister, dass Sie sich nicht als Mann entpuppt. Frauen gehen auch zusammen auf die Toilette. Sie kommt selbst, wenn sie sich als Mann entpuppt, so wäre sie doch immer noch das stärkste Weibsbild breit. Gute Mann angefangen. Ach, das sind doch mal Worte, die man gerne hört. Ich habe in das Fenster geschaut. Was ich sagen wollte, setzt euch weiter dafür ein. Ich weiß, dieses Volk braucht sowas. Was hat der? Schuft? Da haben Sie völlig recht. Aber dieses Volk hat mich im Stich gelassen, als ich bereit war, alles für das Volk zu geben. Haben Sie mich im Stich gelassen. Nein. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen halt die anderen. Das ist das Leben manchmal. Aber was ist denn hier los? Man soll trotzdem nicht aufgeben. Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich musste sie sehen. Was wollen Sie denn mit dieser Falle an meinem Gesicht? Wollen Sie mir die letzte Würde aus dem Leib brennen? Sobald und doch. Nein, ich möchte Ihnen eigentlich Mut machen. So lasst ihn heute. Gut, dass Sie noch einmal kämpfen. Für uns alle, ja. Was ist denn hier passiert? Was hat er denn heute getan? Heute wurde ich gedemütigt vom Volk, dem ich dienen wollte. Was? Wen hat er besprochen? Aber sie ist so eine liebliche Gestalt. Nein. Das muss ich Ihnen nochmal sagen. Oh, hab Dank. Ich fühle mich so geschmeichelt. Stellt euch vor den Namen und redet alle gleichzeitig.
Ich wünsche morgen ist ein neuer Tag. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir morgen, wollen wir morgen auf ein Abenteuer über gehen? Narren. Auf ein Herr Abenteuer. Der Prinz hat gesprochen. So, redet alle drauf los! Redet auf ihn ein! Ich hab da jemanden kennengelernt, der verkauft Abenteuer. Oh ja, gib mir doch mal. Das ist mein neuer Freund. Schauen Sie doch mal. Gib der Frau doch mal auf. Oh, er durch unser Fenster. Können wir ihn mitnehmen in unsere... Naja, ach komm, eine kann ich ja entbehren, eine Weinflasche. Ja komm, wir trinken heute mal. Oh, wie freundlich, hab Dank. Ich habe lange nichts mehr getrunken. Wir nehmen ihn mit, wir nehmen ihn einfach mit. Prost. Oh. Ja, zum Wohl. Lassen Sie mich einen Toast aussprechen. Mit ihm. Hawaii. Ja, ja bitte. Doch sowieso, es ist eine verlorene Seele. Das war's schon. Achso, kurz und knapp. So muss es sein. Keine lange Reden. Also Sie können aber, Sie haben einen guten Zug, muss ich mal sagen. Wie so ein Kutscher können Sie das zur Flasche greifen. Ja, das habe ich, also das muss gelernt sein. Wie, die Strafe ist jetzt vorbei? Ich muss Ihnen aber sagen, Sie sind hier mit Abstand die reinste Seele, die ich hier so auf diesem ganzen Dorfplatz gesehen habe heute. Ich sage mal, das ist auch gar nicht so schwer. Ja, da hast du wohl recht, meine Liebe. Ich wünschte, ich hätte ein Schiff und könnte mit euch in die See stechen jetzt. Nur wir beide. Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Abenteuer. Ich dachte so, erstmal an, vielleicht wir gehen in den Wald. Obwohl in den Wald wäre, glaube ich. In den Wald, das ist eine gute Idee. Sollen wir jetzt gemeinsam los in den Wald? Wie wäre es, wenn wir das vertagen? Ich meine, es ist ja auch schon sehr spät und der Wald ist groß. Ja, das schämt sich auch nicht für eine Frau einfach. Also. Entschuldigen Sie, werter Herr. Nee. Was wollen Sie denn meine Freundin jetzt hier so von der Seite an quatschen? Ich weiß, ich glaube, Sie irren sich gerade über den Status dieser jungen Frau. Wieso? Ich irre mich gar nicht. Sie ist ein Engel. Sehen Sie das denn nicht? Ja, das ist sie mit Sicherheit. Ja, aber Sie sind betrunken. Ich bin doch nicht müde, ich habe maximal vielleicht zwei. Ja, das waren höchstens zweieinhalb. Wo ist denn Nikodeus, wenn man ihn mal braucht? Ach, ich habe das unter Kontrolle. Außerdem ist er nicht weit. Gibt's hier Probleme? Probleme bei Flatterbacks doch nicht. Nikodeus, das ist schön, dass du es einrichten konntest. Es ist so, dass dieser Herr um diese Zeit noch mit Miss Flatterberg, nicht flattern, aber doch in den Wald wollte. Nein. Ich halte das für keine gute Idee. Ich habe es wahrscheinlich auch nur falsch verstanden. Es ist sicherlich falscher Alarm gewesen. Wer sind denn diese Herren überhaupt? Was wählen Sie denn mit diesen Fackeln hier so herum? Wir wollten einen waldrigen Wein trinken. Genau, einen waldrigen Wein, der so schön beerig riecht. Ja. Und wir haben unseren Freund, den Walter, den haben wir aus den Augen verloren. Und da haben wir gesagt, wollen wir gemeinsam den Walter suchen. Genau. Ja, das habe ich auch gehört. Genau, das war's. Was behelligen Sie denn dieses engelsgleiche Geschöpf mit ihren komischen Fackeln da? Naja, nun, das engelsgleiche Geschöpf ist unsere Tochter, nicht wahr? Wir sind nur darum bewillt, dass es ihr stets gut geht. Sie hat bereits eine Tochter, das glaube ich nicht. Sie sehen ja aus, als wären sie gerade ihren Schulabschluss hinter sich gebracht. Sie schmeicheln mir. Ja, das ist doch wahr. Sie vertüdeln mich nur, weil ich einen getrunken habe. Sie beide sind doch Geschwister, sie sind doch Zwillinge, das sehe ich doch. Ja, Mutter ist jung geblieben. Ja, mein Gott, da weiß meine Liebe ja gar nicht, in wessen Arme sie hier heute springen soll. Nicht in die meiner Frau. Was? Ja, genau, nicht in die. Meine Güte, sie scheinen ja dem Alkohol auch nicht abgeneigt zu sein, wenn sie eines Abends diesem Herrn hier die Arme gefallen sind. Vielleicht holen Sie sich einfach im Gasthaus eine Dame. Wie bitte?
Verbitte ja, sie so, dass es um die schnelle Liebe geht. Nein, ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es im Gasthaus möglich sein wird, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Was heißt denn ihre Bedürfnisse? Meine Bedürfnisse ist Gerechtigkeit, die diesem Dorf offensichtlich geraubt wurde in einer schändlichen Nacht, die die Weberlichigen missbraucht haben, um im Schutz der Dunkelheit ihr niederträchtiges Werk zu vollziehen. Ja, aber da sagte ich bereits vorhin, wie es so mit Bedürfnissen ist, man sollte sie im Zweifel selbst in die Hand nehmen. Ja, vielleicht sollten sie Rangerius zu einem Duell herausfordern. Ein Duell ist eine fantastische Idee. Ich hätte keine Chance gegen sie. Ja, haben sie gut gesprochen. Ich habe als junger Jahren war ich in der Duellschule. Oh, aber scheinbar nicht in der Duellschule der Beleidigung. Das lief vorher nicht so gut. Das ist auch nicht mehr naturell. Wessen Idee war das überhaupt? Das muss doch irgendeiner von den Weberlichigen dem König ins Ohr gesäuselt haben. Ja, die mit ihren Schandmäulern haben natürlich alle Vorteile der Welt. Wir sind viel zu gutgläubig dafür. Ja. Warum wollen sie sich mit sowas wie Fakten aufhalten? Handeln sie, wie ein Mann. Ja, wollen sie mich hier etwa anstacheln, sie Fackelmann? Nein, ich bin nur ein kleiner Diener im Weinberg des Herrn. Ich habe das Gefühl, sie wollen mich hier loswerden, damit ich diese beiden engelsgleichen Geschöpfe nicht länger beschützen kann vor ihren Stelzbock-Attacken. Nein, das ist nicht zutreffend. Ich wünsche mir für sie nur das Beste. So gut. Ich denke, es ist Zeit für ein Duell, nicht wahr? Jo, das finde ich eine hervorragende Idee. Jetzt schon? Warum nicht? Ich schlag das Schwein zusammen hier an Ort und Stelle. Nein, das muss ja, also, ich finde das fantastisch, wie enthusiastisch ihr seid, aber vielleicht sollte man das nochmal überschlafen. Wenn der Herr Nikodeus es erlaubt, würde ich die Nachricht überbringen sogar. Ich überbringe gerne solche Nachrichten. Das kann ich mir vorstellen. Entschuldigung, ich hab das schon wieder. Wer von Ihnen war jetzt nochmal die Mutter und wer war die Tochter? Gut, bestenfalls ist es immer ein Esser weniger nicht am Tisch. Das ist ja unfassbar. Ihre Haut ist so glatt also wie ein sich mit dem gespanntes Seidentuch. Julian? Ja, Mutter ist einfach wunderschön. Sie ist die schönste aller Mütter. Und die schönste aller Frauen. Ach, jetzt sag jetzt doch auch, das wird doch langsam unangenehm. Wissen Sie, wenn sie sich von ihrer Schönheit ein Teil ihrer heute, Schönheit an unsere drei Töchter weiterzugeben. Wenn Sie heute mal etwas weniger Gestank im Haus haben wollen, dann können Sie gerne auch mit zu mir kommen. Naja, vom Oma, wir sind doch Nachbarn. Ja, das rieche ich manchmal auch. Ja, genau. Ja. Und manchmal ist man ja auch im Garten des Nachbarn. Ja, so habe ich gelernt. Verjüngungscreme. Ich verkaufe Verjüngungscreme. Ach, die brauche ich nicht. Die braucht hier niemand. Genau, wir sind jung und glatt. Das glaub ich Ihnen. Warum wird denn Ihre Stimme so hoch? Nein. Ja, doch. Was? Ach, ich denke, es wird auch schon spät, nicht wahr? Ja, furchtbar spät. Ja, so die haben spät. Sie echt dringend nötig. Ja, ich war reich, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Habt euch wohl, wertes Freund von Rastalot. Mein Engel. Das ist das Beste, wenn man in einer Taverne wohnt. Gehabt euch wohl. Auf bald. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Nee, stell dich doch mal vor, mein Schatz. Ohne Asti, aber auf bald. Ich bin Kitaria von Flatterberg. Nein. Du bist nicht Kitaria von Flatterberg. Du bist Kitaria, die aus dem Himmel gefallene Engelchen mit ihren Flügeln, die eine Spannweite haben, größer als eine Harpie und als der Artenkondor. Mit eurer Schönheit leuchtet ihr heller als die Fackel hinter mir. Das ist ein sehr langer Name, aber habt Dank. Ein Name, der sie nur unzureichend beschreibt. Es müssen neue Worte erfunden werden von einem Poeten, um einen neuen Namen für sie zu finden. Pass genau auf jetzt.
Ja, das wäre doch mal was, einen Poet zu finden, der das irgendwie niederschreiben kann, was ich bin. Das finde ich eine hervorragende Idee. Zufälligerweise kenne ich einen sehr guten Poeten. Huch! Oh. Ich glaube, wir sollten schnell entfliehen. Ja, ja, das ist das ganz klare. Ja, also, ja, hat sich nicht gut angehört. Leben Sie wohl. Ja. Nun denn, wir vertagen das einfach. Ihr kommt sich jederzeit einfach an meine Tür geflogen. Geflogen, genau, wie ein Engel. Ein Geistlicher von der Raute. Habt ihr das Lachen gehört? Familienwappen, die Ameise. Was ist hier los? Rot und weiß. Das ist wohl die hiesige Hexe. Aber natürlich, aber Nachbarn, natürlich, ja. Entschuldigung. Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass sie nur höflich ist. Wir Geistliche sind. Ich habe da eventuell was mitbekommen. Ich träume ja, von Sie euch. Doch ein bisschen hier rüber. Ganz bestimmt, wie ich da so umherflattere. Genau, wie ein Engel. Nun denn, eine wunderschöne Nacht. Auf Wiedersehen. Ja, wir flattern wir los. Mischen. Wir flattern los. Flatter, flatter. Flatter, flatter. Also okay. Ich kenne ein Huhn, was die ganze Zeit hier herumläuft. Ich habe es aber noch nie gesehen. Ich glaube, die Nacht ist gleich vorbei. Und wir laufen mal nach Hause und legen uns ins Bett. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt, inwiefern die die Flatterbergs und die Weberlichingens zusammengehören. Ob das irgendwie eine Sippschaft ist? So, jeder ist entweder ein Flatterberg oder ein Weberlichingen. Das stimmt. Freunde. Die haben nichts am Mut miteinander, okay. Der Server wird in Kürze runtergefahren und deswegen ist an der Stelle mal Schluss für heute. Das war Tag 1 von Rustlot 3. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, tatsächlich. Die Bürgermeisterwahl ging verloren. Da fehlt es aber auch natürlich Wilbald an wortgewaltigen Beleidigungen. Ja. Das muss natürlich besser werden. Beleidigungen müssen geskillt werden, tatsächlich. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Schreibt mir gerne in die Comments, wie ihr das so findet dieses Mal. Und ihr könnt natürlich auch euch austauschen, was so bei den anderen passiert. Ich darf nur nichts benutzen, was Metagaming ist. Also ihr könnt gerne in die Comments auch andere Handlungsstränge thematisieren. Wie gesagt, nur der Charakter, den ich spiele, der darf im Zweifel natürlich nichts davon wissen. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Wilbald schläft seinen Rausch aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir waren sogar im Gefängnis heute, das stimmt. Das erste Mal in den Knast geschmissen worden. Ganz genau. Mal gucken, was morgen bringt. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, Leute.